Damit sage ich herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, dieses kleine Intro hat euch ein bisschen gefallen. Das geschah auch mit freundlichen Grüßen von Octavio42. Nochmal viel liebe Grüße für dich an der Stelle. Dein Lied, das ist mir, seitdem ich das damals gesehen habe, so ein fieser Ohrwurm geworden. Also echt, ich habe mir gedacht, das musst du jetzt irgendwie mal irgendwo mit in deine Videos einbauen. Ja, somit ist es geschehen. Auf jeden Fall. Warum soll es hier gehen in dem Video? Ich will euch ein bisschen was rund um meine Bedini-Produkte erzählen, euch die verschiedenen Produkte einmal kurz näher zeigen, näher erklären und vor allen Dingen auch auf mal so ein paar kleine Details mit eingehen. Ich will euch mit zeigen und sagen, wo man mich quasi erreichen kann, über welche Plattform, ob das jetzt eBay ist, ob das YouTube ist, ob das Facebook ist oder direkt via E-Mail. Das werde ich euch gleich alles in den nächsten Minuten, Schrägstrich Stunden zeigen. So, und hier zeige ich euch jetzt einmal, was alles in dem Volksbedini 1.5 Bausatz enthalten ist. Wenn man quasi dieses kleine Tütchen dann einmal entleert hat, kommen hier dann doch ganz schön viele Bauteile zum Vorschein. Wir haben hier links einmal die Polkelle, einmal in Rot und einmal in Schwarz. Die roten nämlich immer für Plus und die schwarzen immer für Minus. Dann haben wir weiter hinten einmal die beiden digitalen Spannungsanzeigen. Diese digitalen Spannungsanzeigen zeigen von 3,5 bis 30 Volt alles an. Solltet ihr also Batterien haben mit 1,5 Volt, die müsst ihr dann irgendwie extern messen mit einem Multimeter. So eins zum Beispiel, die kriegt man teilweise relativ günstig für 6 Euro hinterhergeschmissen. Ja, dann geht es weiter, etwas Schrumpfschlauch, das wird dann auch in der Anleitung genau erklärt, wofür man den braucht, ist dann beim Lüfterwickeln, damit es sauber aussieht. Auch diese gelben Ader-Endhülsen, einfach damit man den neu und frisch gewickelten Lüfter nachher auch besser verschrauben kann. Diese Schrauben, die kommen hier durch. Ich habe mich jetzt für diese Torx entschieden, ihr könnt natürlich aber auch andere Schrauben nehmen, das ist kein Muss. Bloß wie gesagt, diese Schrauben, das passt alles jetzt hier auch zur Anleitung dazu. Dann packe ich grundsätzlich immer zwei 60 Volt Glimmlampen mit hier rein. Einfach deswegen, weil ich selber gemerkt habe, manchmal, wenn man die so ein bisschen aufbiegt und dann in eine Lüsterklemme einschraubt, dann können die Beinchen schon mal gerne abbrechen. Und damit euch das jetzt nicht beim Aufbau auch passiert, packe ich da immer mit zwei Stück rein. Diese Schrauben hier, die kleinen Kreuzschlitzschrauben, die werden nachher dafür verwendet, um diese digitalen Spannungsanzeigen, ihr seht, die hat links und rechts zwei kleine Bohrungen und damit kann man die dann festschrauben. Man kann sie auch festkleben, aber das Problem ist, wenn du irgendwann mal eine ersetzen musst, dann hast du halt immer diesen Kleber drauf. Diese schwarzen Schrauben hier, die verwende ich nachher zum Schluss immer, wenn ich den Lüfter hier auf das Gehäuse fixiere, dann kommt links und rechts eine kleine Bohrung mit rein und ich verschraube dann mit diesen beiden schwarzen Schrauben. Und die Lüfter, das hält ziemlich gut. Dann haben wir hier noch ein paar verschiedene Lüsterklemmanschlüsse. Dann haben wir hier noch so eine Glimmlampenfassung. Die ist aus Metall, ist auch ziemlich hochwertig. Den Einsatz dafür aus Kunststoff, wo die denn quasi nachher drin sitzt. Ich kann euch das mal einmal zeigen. So. Muss ich hier einmal mal an der Kamera vorbeigucken. Genau. Die kommt hier quasi so hier rein, dann sitzt sie hier drin und dann kann die halt entsprechend aufgebogen werden. Dazu gibt es immer noch bei mir Ersatzsicherung. Beim 1.5 Bedini kommt eine 32 Volt und 1 Ampere Sicherung rein. Das ist eine Kfz-Flachsicherung. Dann mein Lieblingstransistor, der 2N3055, ist ein ziemlich robuster Transistor, also den kaputt zu kriegen, das ist echt schwierig. Dann haben wir hier das Poti, das ist ein 2,2 Kiloohm Poti und eben mit besagtem Drehknopf. Dann geht's weiter, wir haben hier die beiden Germaniumdioden. Und das sind auch zwei hochwertige Dioden, die können 800 Volt und 3 Ampere ab. Also das ist schon ganz ordentlich. Dann habt ihr hier auch den Hochleistungswiderstand, in dem Fall 330 Ohm und 2 Watt. Wir haben den Kippschalter zum Hin- und Herschalten für Power und Regenerieren. Und hier dieser kleine Drucktaster. Der ist einfach nachher dafür da, um das zweite Display zu aktivieren. Also quasi, wenn ihr dann
euren Akku, den ihr gerade aufladet, messen wollt, dann erst dann wird dieser rote Knopf gedrückt und das zweite Display ist dann scharf geschalten. So, es geht weiter. Ihr habt hier jede Menge Anschlussdraht. Dann haben wir hier natürlich die beiden Anschlussklemmen mit Kroko-Klemme und auf der einen Seite ist hier mit diesem Pull-Anschluss. Ihr habt den Draht zum Wickeln, das ist 0,5er Kupferlackdraht und das ist 0,15er Kupferlackdraht in ausreichender Menge. Zum Wickeln wird in den meisten Fällen sogar was übrig bleiben. Aber gut, falls man sich mal am Anfang verwickelt hat, dann hat man immer noch eine gewisse Reserve. Ihr habt hier den Sicherungshalter. Meistens ist hier schon eine Sicherung drin, manchmal vergesse ich es auch, dann liegt es aber definitiv hier mit drin, bei diesen beiden, sodass ihr also immer drei Sicherungen habt. Ihr habt das Lüftergitter. In den Lüftergitter habe ich schon mal die Schraube reingedreht mit der Mutter, die halt eben nachher in den Ventilator hier so quasi reinkommt, damit man den dann auf und zu machen kann, einfach so als kleines Sicherheitsupgrade. Dann kommen wir hier klar zum Ventilator, das ist der Lüfter. Und der wird dann hier einmal demontiert und neu bewickelt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch im Gepäck das Gehäuse. Und das ganz Wichtigste von allen ist eigentlich die Anleitung. Und zwar ist das eine 33-seitige Anleitung. Und ganz wichtig am Ende, das mache ich dann immer so für mich selber einerseits auch, und damit ihr halt seht, dass ich da diesen Bausatz einmal komplett durchgegangen bin, mache ich dann überall, wenn ich das eingepackt habe, einen kleinen Haken dahinter. So, und in dieser Bauanleitung, da ist dann natürlich auch der Schaltplan drin und alles ist hier beschrieben mit Bildern, wie es aufgebaut wird und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist alles immer komplett mit dabei. Und dann sieht man hier einfach mal, wie umfangreich dieser Volksbedieni-Bausatz 1.5 ist. Und so sieht er dann aus, wenn ihr den Volksbedieni-Bausatz 1.5 erfolgreich fertiggestellt habt. So, das war dann der Volksbedieni 1.5 als Bausatz. Ihr könnt ihn natürlich auch fix und fertig kaufen, aufgebaut, getestet, mit Anleitung, Prüfkabel und Ersatzsicherung, wie ihr das hier im Bild sehen könnt, der Volksbedieni 1.5. Nun geht es weiter, der Volksbedieni 3.0 analog. Erstes Hinweis oder fehlt immer erstes Merkmal, zwei Transistoren, größeres Gehäuse, ebenfalls mit Messleitung und Ersatzsicherung und zu guter Letzt der Volksbedieni 4.0. Er verfügt über drei Transistoren, drei Powerwicklungen, jeweils einer analogen Anzeige und zum Schluss mein kleiner Solar-Joule-Tief-Taschenlampe. So, jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Eigenschaften der einzelnen oder vielmehr jeweiligen Bedieni-Produkte. Ich habe jetzt hier im ersten Beispiel den 1.5er mal hergenommen und dass diese Anzeige hier so ein bisschen disco-mäßig hin und her flackert, das liegt einfach an der Bildwiederholungsrate oder vielmehr mit der Bildrate, mit der ich jetzt gerade hier aufnehme, mit 25 Bildern pro Sekunde. Ich hatte es eben mal auf 60 Bilder umgestellt, aber das ist nur minimal besser geworden. Also das ist leider ein Problem von den digitalen Anzeigen in Verbindung mit diesen Handykameras.
Das ist halt so. Das tut mir jetzt leid an der Stelle. Aber für euch, es steht hier 12,2 da und normalerweise blinkt das auch nicht. Also fürs menschliche Auge steht das quasi still, die Zahl. So, und was ich euch hier zeigen will, ist einfach nur, wir haben jetzt mal den 1.5er an eine waschechte 12 Volt Batterie angeschlossen. Hier oben die kleine blaue, zusammen mit dem Akkuerfrischer. Und die hat hier jetzt ungefähr hier 12 Volt. Die ist auch gut geladen, also die liefert auf jeden Fall die absolute volle Power. Und wie gesagt, dann werden wir uns das einfach mal anschauen in der Stromaufnahme. Ich habe hier eine analoges Ampermeter mit eingebaut. Es geht bis 3 Ampere hoch und werden wir einfach mal sehen, wie die Leistungsaufnahme ausschaut. Wie gesagt, insofern man das einigermaßen mit diesen Messgeräten bestimmen kann. Ihr wisst darüber Bescheid, was das Thema mit dem Oszilloskop angeht, um das wirklich exakt messen zu können, was die Bedienis jetzt verbrauchen oder was sie halt eben hier an Ausgang in eure Batterie quasi an Ampere raushauen. Dafür braucht man dann ein exaktes Oszilloskop. Mir in dem Fall ist es eigentlich erstmal nur wichtig, und das ist eigentlich auch die Hauptaufgabe eines Bedienis, sie regenerieren 12 Volt Akkus. Und das ist eigentlich der ganze Punkt schon an der Geschichte. Wenn ich jetzt eine große, ich sage jetzt mal 150 Ampere 12 Volt Batterie habe, die ich mit so einem Bedini regenerieren kann, dann hat sich das eigentlich schon gelohnt. Und die Frage nach der Stromausgabemenge, die hat sich an der Stelle auch schon fast erledigt eigentlich, weil, wie gesagt, wenn sie gerettet wurde, wurde sie gerettet. Man musste keine neue kaufen. Ihr wisst, was neue Akkus kosten oder für Batterien. Und damit ist das Thema eigentlich durch für mich. Bloß wie gesagt, es gibt halt immer so ein paar kleine Messbegeisterte und für die mache ich das ganz gerne mal, dass ich ab und zu mal wenigstens einigermaßen versuche, die Stromaufnahme mal darzustellen, was das Thema anbelangt. Wir lassen den jetzt hier einmal kurz im Leerlauf laufen, den Bedini. Ihr seht, die Klimmlampe ist da. Den Leerlauf, den sollte man natürlich nicht immer, ich sage es mal so, machen, wie ich das jetzt mache. So, und im Leerlauf, ich drehe mal gerade ein bisschen weg wegen dem Luftstrom fürs Mikro. Im Leerlauf haben wir jetzt ungefähr, naja, was würde ich sagen, 650 mA. Und man kann es halt eben hier sehr, sehr schön regeln. So, anders sieht es natürlich aus, wenn ich dann etwas anschließe zum Laden. Ich habe jetzt in dem Fall eine Lithium-Polymer-Batterie genommen. Ich habe jetzt gerade keine andere 12-Volt-Batterie fix zur Hand. Wie gesagt, bei den Lithium-Polymer-Batterien passt bitte immer auf, da müsst ihr echt immer mit überwachen, weil die mögen das überhaupt nicht, wenn die überladen werden. Das nehmen die euch sehr, sehr krumm und sehr, sehr übel. Diese ist allerdings schon relativ voll, also die hat jetzt 16 Volt. Ja, das ist hier das gleiche Phänomen, 15,9. So, und bei den 1.5er habt ihr halt eben oben das zweite Display und das kann euch das ebenfalls anzeigen. Sieht jetzt natürlich äußerst witzig aus. So, und dann, ich habe jetzt hier auf Regeneration erstmal eingestellt. Und schauen wir uns jetzt nochmal die Stromaufnahme an, wenn ich den jetzt hier voll hochfahre. Ich tue den mal ein bisschen zur Seite drehen hier auch. Also wir bleiben irgendwo bei 550, knapp 600 mA. Und ich schalte jetzt mal um in in Power-Lademodus. Und da schießt er hoch auf, naja, sagen wir mal knapp 800 mA. Und das ist der Unterschied auch immer zwischen Regeneration und Powerladen. Daher kommt dann auch der Name. Wie gesagt, beim 1.5er ist das natürlich mit der Powerladegeschichte. Man kann es messen, man kann es darstellen, so wie ich euch das jetzt eben gerade gezeigt habe. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass da jetzt auf einmal 10.000 Ampere mehr rauskommen als beim Regenerieren. Und wie gesagt, der 1.5er, der ist zum Beispiel auch für 12 Volt und, naja, ich sag jetzt mal maximal 40 Ampere Batterien ausgelegt.
Geht zwar auch, wenn die Batterien größer werden, nur müsst ihr halt eben dann bedenken, wird die Batterie größer als 40 Ampere, dann kann es natürlich auch schon mal richtig lange dauern, bis so eine Batterie regeneriert ist, bis so eine Batterie auch geladen ist. Wie gesagt, gehen tut da vieles, bloß es dauert dann einfach unanständig lange, je größer die Batterie wird. Und deswegen empfehle ich den 1,5er ungefähr bis 12 Volt und 40 Ampere. Viele fragen mich auch, was oder wie oft muss ich denn so eine 12 Volt Batterie regenerieren, wie oft muss ich diesen Zyklus machen? Und das ist jetzt immer so eine ganz individuelle Frage. Das ist ein Thema, das kann ich jetzt gar nicht so im Grunde mit einer Frage oder mit einem Satz beantworten, denn jede 12 Volt Batterie ist anders. Ich sage halt immer ganz gerne, es ist ein Individuum und das gilt eigentlich für alle Akkus und das muss euch auch bewusst werden, denn ich habe festgestellt, das war bei mir selber übrigens auch so, dass man hat halt eine Batterie oder einen Akku, ja, den lädt man halt irgendwie mit irgendeinem Ladegerät, was dafür passt und dann ist fertig. Dann macht man sich überhaupt gar keine Gedanken drum. So war es bei mir auch, bis ich halt hier in das ganze Thema eingestiegen bin vor einigen Jahren und ich gemerkt habe, ach du Scheiße, ey, Batterien laden, das ist eine Wissenschaft für sich und das ist tatsächlich eine richtige, richtige Wissenschaft für sich. Und ja, und da erstmal einzutauchen in diese ganzen verschiedenen Batterien und dann die verschiedenen Ladetechniken und ja, dann gibt es ja noch tausend verschiedene Erfahrungswerte und Berichte. Das ist natürlich echt eine Herausforderung, da durchzusteigen, da so ein bisschen so, ich sag es mal, so eine Art klaren Leitfaden zu finden, das ist nicht einfach. Und deswegen sage ich halt eben auch, gerade jetzt was 12-Volt-Batterien angeht, weil dafür ist er ja nun ausgelegt, jede Batterie ist halt ein Individuum, wurde anders gelagert, wurde anders geladen, entladen, hat ein anderes Alter und auch die chemische, Zersetzung oder der chemische Zustand der Säure und der Platten ist natürlich auch immer geringfügig anders. Und deswegen kann man da nie allgemeingültige Aussagen so in dem Fall treffen. Es ist allerdings so, dass man eine 12-Volt-Batterie, die sollte man bis 10,8 Volt entladen. Und dann sollte man aufhören, diese Batterie zu entladen, weil wenn man sie weiter entlädt, nimmt sie Schaden. Und das wollen wir ja ganz gerne vermeiden. Das heißt, ihr entladet eure Batterie bis 10,8 Volt. Das ist egal, womit ihr das macht. Ihr könnt einfach den Bedini ranhängen und eine andere Batterie ranhängen und dann einfach laufen lassen, bis halt eben 10,8 Volt erreicht ist. Das sieht man dann ja hier am Display. Oder aber ihr hängt eine Halogenlampe ran, irgendeine 12 Volt Verbraucher und entladet sie bis auf 10,8 Volt. Wie gesagt, im besten Fall ist es, ihr nehmt einen Bedini zum Entladen und ladet damit eine andere Batterie. Das ist eigentlich immer das Beste, weil der Bedini nimmt auch gepulste Spannung aus der Batterie heraus und gibt sie gepulst wieder ab. Also von der Sache her wäre das eigentlich schon das Optimum. Und ja, wenn dann 10,8 Volt erreicht ist, dann schließt ihr euren Bedini zum Laden an, stellt auf Regenerieren und lasst ihn einfach laufen. Und jetzt ist immer die Frage, wie lange soll ich den dran lassen? Also ihr könnt bei einer 12 Volt und ich sage jetzt einfach mal 40 Ampere Batterie, könnt ihr den Bedini, den 1,5er, tagelang im Regeneriermodus dran lassen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, weil die Pulse, die werden euch eure Batterie auf jeden Fall nicht zerstören beim Regenerieren. Und ja, müsst ihr dann einfach mal schauen und dann bei ungefähr, das ist auch jetzt wieder abhängig von der Batterie, wie viel sie noch schafft, wie alt sie ist und so weiter. Es gibt dann irgendwann so einen gewissen Punkt, den muss man dann einfach selber herausfinden, wo man dann einfach merkt, die Spannung steigt jetzt schon seit, ich sag es mal, einen halben Tag, steigt die überhaupt nicht mehr an in der Batterie. Und da ist dann der Punkt erreicht, wo man dann sagen muss, okay, jetzt breche ich diesen ersten Zyklus ab und dann beginnt dieser Entladezyklus wieder von vorne. Das heißt, ich schließe den Bedini wieder an, ladet eine andere 12-Volt-Batterie auf, bis wieder 10,8 Volt erreicht wurden und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Und dieser Zyklus, das kann ruhig durchaus, wie gesagt, je nach Alter der Batterie und Zustand der Batterie 20 Mal dauern. Also das ist eine Sache, da muss man natürlich auch ein bisschen Geduld mitbringen, ein bisschen Zeit mitbringen, aber die Batterie wird es euch danken, euer Geldbeutel auf jeden Fall auch und ihr werdet es eigentlich von Zyklus zu Zyklus merken, dass auf jeden Fall ein bisschen mehr Dampf da ist. Also das ist dann so die Sache, wie man bei 12 Volt Batterien vorgeht. Solche Batterien empfehle ich schon alleine deswegen nicht, weil wir haben hier mehrere Zellen und das ist auch so eine ganz berühmte, ganz oft auftretende Kundenfrage. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein Kaffee noch voll ist. Nee, leider nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere AA-Batterien habe oder halt wie hier so ein Block, kann ich die gleichzeitig laden. Also bei Lithium-Polymer-Batterien, da bin ich immer noch dabei, mache da so meine Langzeitversuche. Also ich empfehle es euch grundsätzlich erstmal nicht, weil es ist nämlich tatsächlich so,
Auch wenn diese einzelnen Zellen, stellt euch das mal vor, das wären einzelne AA-Batterien oder wie ich immer sage, Gameboy-Batterien. So, man weiß ja niemals, wie viel Volt hatten die erste Zelle im Vergleich zu der nächsten Zelle. So, es kann sein, dass die erste Zelle, ich sag mal, weil das hier ein Lithium-Polymer ist, ich sag einfach mal 3,8 Volt hat und die nächste hat 4,1 Volt, ist also relativ voll und die nächste hat nur 3,6 Volt. So, jetzt haben die alle unterschiedliche Spannung und ich schließe jetzt hier den Bedini an. Und dann passiert es so, dass die mit 4,1 Volt, dass die dann am ehesten, am schnellsten voll ist und die wird dann auch überladen, während die anderen Zellen noch gar nicht vollgeladen sind. Und man lässt das dann einfach weiter laufen, weil halt eben die Gesamtspannung in dem Fall dann nicht passt. Und ja, und dann passiert es euch, dass die eine Zelle, die halt schon 4,1 Volt hatte, dass die hoffnungslos überladen wird. Und bei diesen Lithium-Polymer-Dingern, da ist ja innen drin so eine kleine Kupferfolie, und die wird sehr wahrscheinlich aufgelöst, zerfressen und dann ist diese Batterie chemisch gesehen auch kaputt. Und ähnlich ist es dann halt auch bei AA-Batterien. Wenn man mehrere anschließt, es geht auf jeden Fall. Also die Frage kann ich definitiv mit Ja beantworten. Man kann sie laden. Allerdings ist da das gleiche Problem. Man weiß halt eben nie, wenn man es vorher nicht ausgemessen hat, wie viel Spannung die einzelnen Zellen haben. Und dann lädt man die gemeinsam und es kann halt durchaus passieren, dass euch dann die erste ausläuft, wenn es halt eine nicht wieder aufladbare ist und die andere noch nicht vollgeladen sind. Also das ist dann immer so eine Sache, da müsst ihr wirklich aufpassen. Und bei diesen nicht wieder aufladbaren 1,5 Volt Batterien, da sage ich dann immer, bis höchstens 1,7, 1,8 Volt könnt ihr sie aufladen. Und dann ist in meiner Erfahrung nach, ich sage jetzt mal wieder voll. Und auch ganz wichtig immer, alles unterhalb von 12 Volt Batterien immer im Regenerationsmodus laden. Es sei denn, ihr habt eine 6 Volt und 20 Ampere Batterie. Gut, okay, das ist jetzt eher selten der Fall. Aber ich sage jetzt mal, die ganzen 9 Volt Blocks, die 6 Volt Batterien, diese kleinen, diese, ach, wie heißen sie, das habe ich den Namen vergessen, für die alten Taschenlampen, diese großen, diese 4,2 Volt Batterien. Oder halt eben auch diese AA-Batterien, diese ganzen 1,5 Volt, 1,2 Volt Batterien. Ich glaube, das jetzt die dicken, die Monos sind, die Babys oder die AA oder die AA, je nachdem. Alles bitte im Regenerationsmodus laden, weil der Power-Modus ist zu viel. Und wie gesagt, was ich auch in der Anleitung, in der Beschreibung immer wieder mit erwähne, ist, dass ihr, wenn ihr dann die kleinen, wenn ihr jetzt mal wirklich eine 12, eine 6 Volt und ich sag's mal 20 Ampere Batterie hättet und wollt die im Power-Modus laden, dann müsst ihr auch die Eingangsspannung anpassen an eben 6 Volt. Sonst ist der Spannungsunterschied zu groß, Herr Bedini geht gleich auf Kurzschluss, sehr wahrscheinlich wird euch gleich die Sicherung rausfliegen und ihr wundert euch dann, deswegen dann einfach mit der Eingangsspannung runtergehen. Ansonsten nach oben hin ist das auf jeden Fall egal. Also das heißt, mit 12 Volt am Eingang kann man natürlich auch eine 24 Volt Batterie laden oder auch, was weiß ich was, 36 Volt. Je nachdem, was ihr so findet, das geht alles. Beachten müsst ihr bloß, diese Displays hier, die zeigen von 3,5 Volt an und gehen hoch bis 30 Volt, höchstens 31 Volt. Und danach zeigen die nicht mehr an. Im schlimmsten Fall gehen die kaputt. Also wie gesagt, die Bedinis, die ich jetzt anbiete, die sind halt auch immer hauptsächlich für 12 Volt Bleibatterien ausgelegt. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Yeah, yeah. So, und da kommen wir jetzt zum 3.0 Volksbedini. Das gleiche Prinzip, ihr schließt hinten eure Spannungsversorgung an. Ich habe jetzt hier wieder in den Plusstrang dieses Ampermeter eingebastelt und versorgt wir das ganze Gerät hier mit meiner 12 Volt Bleibatterie. In dem Fall, dass wir mal richtig schöne Werte haben. So, das gleiche Prinzip. Lüfterkette aufmachen, Bedini anschmeißen. Ihr seht es auch schon, der dreht gleich viel, viel höher. So, wir haben jetzt den Leerlauf, ich regle den mal gerade runter und ihr seht, so jetzt fängt das sich so langsam ein, so bei, oh, was würde ich sagen, 180, 200 Milliampere,
Und jetzt regle ich den mal hoch auf volle Power. Wie gesagt, ist im Leerlauf, Regeneration nicht nachmachen. Also hier sieht man auch 1,6 Ampere. Was man jetzt natürlich auch nicht vergessen darf, ist, in diesem Modus wird natürlich dann auch ziemlich viel Energie dafür verwendet, um hier den Luftstrom zu erzeugen. Dieser Luftstrom hat sich bisher immer als sehr gut herausgestellt, denn die Lüfterflügel des Bedinis stabilisieren den ganzen Bedini. Wenn man zum Beispiel Lüfterflügel abbricht, dann tourt das so extrem hoch. Ich habe das ja schon in älteren Videos mal gezeigt und auch gesagt, dann vibriert euch alles und auch die Spannungsspitzen, die sind eigentlich für den Arsch und könnt ihr vergessen. Also deswegen, dieser Luftstrom ist ein absolutes Muss zum Stabilisieren. Upsala. So, dann machen wir jetzt mal das gleiche Spielchen in Grün. Ich schließe jetzt mal hier wieder meine Lithium-Polymer-Batterie an. Wie gesagt, das ist der 3.0. Der hat jetzt natürlich auch, falls ihr es schon mitbekommen habt, natürlich hat er die analoge Anzeige. Und ich persönlich favorisiere immer diese, weil ich habe es bisher noch niemals erlebt, dass ich so eine Anzeige kaputt kriege. Auch ist es bisher bei Kunden noch niemals passiert, dass diese Anzeigen den Geist aufgeben. Bei den digitalen Spannungsanzeigen ist das halt eben ein Problem und deswegen bin ich da auch von diesen Anzeigen immer ein Freund von. Ich bin jetzt auch dabei, dass ich eben den Volksbedini 1.5 auch ebenfalls in so einem großen Gehäuse einbaue mit so einer analogen Anzeige. Im Prinzip genau das gleiche, was ihr halt hier habt, halt nur als 1.5. Das mal noch am Rande. Wie gesagt, man hat halt hier die schöne analoge Anzeige. Ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage, ganz klar. Ich persönlich mag es. Und man kann halt hier hin und her schalten zwischen In, also das heißt die Eingangsspannung, und hier ist Leerlauf und die Ausgangsspannung. Und einige denken immer, dass der Knopf hier kaputt ist, weil der immer wieder zurückschnellt in diese Mittelstellung. Nein, der ist nicht kaputt, das ist, ich sage es mal, gewollt. Denn wenn ich jetzt immer in diesem Modus bleibe und ich nehme jetzt mal aus Versehen den Ladeakku ab, dann würden die ganzen Spannungsspitzen hier in das Display, in die Anzeige reingehen. Und ob das dann natürlich auf Dauer so gut ist, das weiß ich nicht. Grundsätzlich ist es so, beim 1.5er mit den digitalen Anzeigen ist das ja immer der Tod gewesen, wenn ich das hier mache, also sprich den roten Knopf zu drücken. Und bei den analogen, da könnt ihr es auf jeden Fall machen. Da passiert gar nichts. Wenn euch das mal auszusehen passiert, er zeigt euch irgendeinen Schrott hier an, 4 Volt sagt er hier, glaube ich. Aber das Display geht euch nicht kaputt. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, deswegen liebe ich diese Displays auch. Da seid ihr also immer bei der analogen Variante auf der sicheren Seite. So, jetzt haben wir hier auf Regeneration umgestellt. Jetzt zeige ich euch mal hier die Stromaufnahme, wenn ich den jetzt hochfahre. Ihr habt es gesehen, ist bei 1,6 Ampere. Wie gesagt, man soll beim Regenerieren auch niemals mit voller Power fahren. Also ich empfehle euch immer so, das Poti hier so auf mittlere Stellung zu lassen. Und ihr seht, mittlere Stellung heißt hier ungefähr 250 mA. So, jetzt kann man natürlich auch ein bisschen rumspielen, dass man halt hier bis 500 hoch geht, meinetwegen. Aber mehr würde ich schon zum Regenerieren gar nicht empfehlen. Also nicht irgendwie denken, viel hilft viel. Macht das eher entspannt. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich jetzt auf Powerladen umschalte. Achtung, jetzt einmal hier drauf achten, auf meinen Finger. So, wenn ich ihn jetzt hochfahre, dann habt ihr gesehen, geht der auf 2 Ampere hoch. Das ist halt das Typische bei dem 3.0. Ansonsten ist alles genau gleich wie auch beim 1.5er. Wie gesagt, nur dass der 3.0 wesentlich mehr Power hat. Kann also größere Batterien laden. Und den 3.0, den empfehle ich selber bei 12 Volt und, naja, ich sag mal so höchstens
höchstens 80 Ampere, also 12 Volt und 80 Ampere Batterien. Bis dahin geht er ungefähr. Nach unten hin natürlich ist es bei allen Modellen, egal ob sie groß oder klein sind, immer das Gleiche. Da könnt ihr alles laden. Auch hier mit den Regenerationen und Powerladen ist im Prinzip genau das Gleiche auch wie beim 1.5er, was ich euch eben erklärt habe. Bei kleineren Batterien, also das heißt 9 Volt oder 1.5 oder 4.5, wie auch immer, bitte immer stets im Regenerationsmodus arbeiten. Denn da passiert euch das nicht, dass der Bedini dann auf Kurzschluss geht und dann die Sicherung rausknallt, wenn man mal vergessen hat, mit der Eingangsspannung entsprechend runterzugehen. Ja, und zu guter Letzt kommen wir jetzt zu dem größten, den ich jetzt hier auch im Sortiment habe, der Volksbedini 4.0. Der Aufbau ist bei mir immer das gleiche. Also ihr seht es auch, das ist halt auch, ich sage jetzt mal, eines meiner Markenzeichen, dass man sich halt auch immer drauf verlassen kann. Und ja, werde ich euch einfach mal zeigen, die gleiche Geschichte wie eben auch. Werfen wir ihn mal an, zack. Weil das auch viele fragen, diese Glimmlampen, die gehen immer aus, sobald hier was am Ausgang dranhängt. Also sobald ihr eine Batterie ladet, gehen die automatisch aus. Da ist der Bedini nicht kaputt, nein. Nur die Spannungsspitzen, weil halt jetzt hier nichts dranhängt, die werden hier in diesen Glimmlampen verbraten, damit eure Transistoren nicht kaputt gehen. Das ist immer ganz wichtig. Einige fragen das immer. Also wie gesagt, wenn die ausgehen, sobald ihr eine Batterie dran habt, das ist normal. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie der 4.0 im Leerlauf ausschaut. Ich fahre jetzt mal richtig hoch vor das Programm. Also der 4.0, habt ihr gesehen, der geht im Leerlauf alleine schon hoch bis auf 2 Ampere. Wie gesagt, braucht natürlich keiner beim Regenerieren, das ist eine klare Sache. Beim Regenerieren kann man hier auch ganz sanft einstellen, dass er so vor sich hin zwitschert. Wir sehen es hier bei ungefähr 250-300 mA und da läuft das Gerät auch. Das ist halt einfach jetzt mal nur so eine Maximalprobe für euch gewesen, um das mal zu demonstrieren, die Unterschiede, dass man das einfach mal so auf dem Display sieht, den Unterschied vom 1.5, vom 3.0 und vom 4.0. Ich denke, auf die Art und Weise kann man das sehr, sehr gut sehen. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Ich habe jetzt auf Regenerieren gestellt. Habe ich wirklich? Ja, habe ich. Die Lithium-Polymer-Batterie angeschlossen. Gehen wir jetzt mal wieder hoch auf volle Power. So, jetzt habe ich den auf 500 mA mal eingestellt und jetzt schalte ich mal um auf Power-Lademodus. Und jetzt fahre ich mal langsam hoch. Jetzt schalte ich mal um auf Regenerieren und jetzt zurück auf Power. So, die Höllenmaschine ist jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger. Also ihr habt es gesehen, 2,5 Ampere nimmt er sich ungefähr auf bei voller Power, also sprich jetzt im Powerlademodus, wenn man ihn richtig mal hochdreht. Es kann natürlich auch mehr werden, weil jetzt haben wir ja das Phänomen, dass diese Batterie, die hat ja mehr Spannung als die 12 Volt Batterie. Und wenn ihr jetzt aber eine 12 Volt Batterie hier ranhängt, dann kann es durchaus sein, dass der auch mal auf 3 Ampere hochgeht. So, der 4.0, das haben wir zusammen mit Kunden rausgefunden, geht bis 12 Volt und höchstens 150 Ampere. Das heißt, 12 Volt, 150 Ampere Akkus, das ist so ungefähr die Grenze von dem 4.0, was er so schafft. Da haben Kunden gesagt, es geht zwar, dauert vielleicht etwas länger, aber es auf jeden Fall geht es. Und deswegen sage ich auch selbst, das ist dann so einfach die Grenze. Wenn das Kunden auch schon so berichtet haben, dann gebe ich das natürlich gerne an alle anderen auch weiter. Der 4.0 bis 12 Volt und 150 Ampere. Nach unten hin sind sie natürlich alle wieder, ich sage es mal, gängig fähig. Da könnt ihr alles ranhängen.
Die Bedingung, was ich euch gesagt habe, gilt immer dasselbe. Ich habe auch eine kleine Anleitung mit dabei, die ist ein paar Seiten lang. Da habe ich mal so das Gröbste mit versucht, mit aufzunehmen, aufzufassen. Und ihr seht jetzt auch hier gerade, was ich euch vorhin erzählt habe, sobald hier was am Ausgang dranhängt, gehen die Glimmlampen aus. Dann, und das steht übrigens auch in der Anleitung drin, wenn der ein oder andere sich wundert, weil bei den analogen Geräten, wie auch jetzt beim neuen 1.5er, also was heißt neu, also das ist das gleiche System, habe ich bloß diese 220 Volt, die immer hier an der Seite war, die habe ich jetzt weggelassen, weil, ja, ich sage es mal so, kaum einer hat es gebraucht und ich habe mir so gedacht, wieso soll ich das dann immer anbauen? Das verwirrt die Kunden. Ich hatte es schon oftmals gehabt, dass Kunden an den 220 Volt Ausgang Halogenlampen angeschlossen haben oder halt Batterien versucht haben, damit zu laden, obwohl ich extra darauf hingewiesen habe, dass man da nichts zum Laden anschließen soll. Und ja, dann hat er halt der Bedini Schaden genommen. Und dieses ganze Thema habe ich dann einfach gesagt, komm, dann es braucht im Prinzip gar keiner. Und außerdem ist es ja tatsächlich so, wenn ich jetzt den 220 Volt Ausgang haben möchte, dann gehe ich einfach nur mit dem Minus vom Ausgang, zum Beispiel so eine 220 Volt LED ran. Und mit dem anderen Ausgang gehe ich einfach an den Kollektor von irgendeinem Transistor. Jetzt beim 4.0 habt ihr ja drei Transistoren, beim 1.5er wäre es halt eben dann nur... Ach hier, guck, ich kann das kaum sehen, muss ich mal höher drehen. Genau, zack. Beim 1.5er habt ihr halt eben nur einen Transistor. Ja. Das kann man dann auch hier wunderschön steuern von der Helligkeit her. Und es spielt keine Rolle, ob ihr auf Regenerieren oder Powerladen schaltet. Das ist immer dasselbe. Also wie gesagt, das habe ich hier ziemlich weit runtergefahren, wenn ich die Bedienung etwas höher fahre. So, jetzt kommt auch der hintere Transistor. Zack. Und man sieht es auch hier an der Stromaufnahme, dass man die Geräte sehr, sehr, sehr feinfühlig einstellen kann. Und man trotzdem immer noch ausreichend große Spannungsspitzen erzeugt, um zum Beispiel so eine LED zum Leuchten zu bekommen. Das war's zum 4.0. Also, dann will ich das noch einmal für euch ganz kurz festhalten. Was kann man abschließend sagen? Der 1.5er, den empfehle ich immer bis 12 Volt und ca. 40 Ampere. Von der Batteriegröße her. Der 3.0er, den empfehle ich auf jeden Fall von 12 Volt bis 80 bis 90 Ampere. Das ist so das, was wir so mit Kundenversuchen auch rausgekriegt haben. Der 4.0er, der geht, boah, ich habe hier so zwei Fliegen, haut doch mal ab. Die gehen mir schon den ganzen Morgen auf den Sender. Der geht von 12 Volt und bis maximal 150 Ampere. Wie gesagt, da dauert es dann schon etwas länger, aber auf jeden Fall geht es gerade so noch. Darüber hinaus gibt es dann noch meine XXL-Modelle, die Silent und ja, allgemein den XXL. Das sind aber alles Spezialaufbauten. Die gehen dann auch größer, die gehen dann auch bis circa, also ich sag mal, die XXL-Reihe, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die geht bis, ja, also 180 Ampere auf jeden Fall. Ja, und der 6-Spulen-Bedini, die habe ich aber wirklich nicht oft gebaut, weil die Bauteile zu kriegen ist extrem schwer. Die gehen bis, jetzt muss ich mal scharf nachdenken, ich glaube bis 250 Ampere, also 6 Spulen waren bei mir bis 250 Ampere. Das ist das, was wir so rausgekriegt haben mit Kundenversuchen. Nur, dass er mal so eine ganz grobe Übersicht hat. Also der 1.5er bis 12 Volt und 40 Ampere, der 3.0er 12 Volt 80 bis 90 Ampere Batteriegröße und der 4.0 12 Volt bis 150 Ampere Batteriegröße. Und wie groß die Spannungsspitzen ungefähr bei 2,27 Volt oder sagen wir mal 2,3 Volt sein können, das versuche ich euch jetzt mal anhand von diesem Ladeverhalten eines 300 Volt Fotokondensators mal zu zeigen. Wie gesagt,
ihr müsst halt immer dran denken, das ist jetzt ein Kondensator und wie gesagt, der hat halt immer ein anderes Verhalten wie bei einer Batterie. Nur in dem Fall kann man das halt eben sehr, sehr gut darstellen, indem ich jetzt einfach zeige, wie voll kann der Kondensator aufgeladen werden, bis zu welcher Spannung. Dann kann man auf jeden Fall sagen, diese Spannungsspitzen erzeugt der Bedini auf jeden Fall. Und das ist halt immer so eine Sache. Die werden in Wirklichkeit noch höher sein. Das ist jetzt so mein Problem, mein Nachteil, was ich halt habe, weil das kann ich dann leider nicht darstellen mit so einem Kondensator. Aber ich kann euch auf jeden Fall zeigen, wie groß die Spannungsspitzen sind. Und das ist halt für mich persönlich ausreichend, weil wenn mich jemand fragt bei 2,3 Volt, wie groß sind die Spannungsspitzen, dann mache ich den Test oder ihr guckt euch jetzt das Video an, seht es und dann ist die Frage beantwortet. Also das Messgerät misst jetzt den Kondensator. Ja, also da ist jetzt fast nichts drauf. 300 Millivolt sind drauf. Ja, nicht wirklich der Rede wert. Und dann schließe ich den jetzt mal an. Das muss ich jetzt mit einer Diode machen. Und jetzt sehen wir schon, wie es hier hochschnellt. Jetzt haben wir hier schon 20 Volt. 30 Volt. Und es geht weiter. Ich habe jetzt den Bedini auf Maximum gestellt und auf Regenerieren. Ich will gleich noch was ausprobieren, wenn ich da auf Power umschalte, ob das noch irgendwas ausmacht. Und das ist halt eben genau das, was ich jetzt eben sagen kann. Das heißt, indem ich jetzt messe, wie viel oder ja doch wie viel Volt gehen in den Kondensator rein, wie viel Spannung geht da rein, kann ich halt eben auch sagen, bei einer Spannung von 2,3 Volt haut der Bedini definitiv, ja, ich sage es mal, knapp 50 Volt an Spannungsspitzen raus. Und das ist schon ganz interessant. Das heißt, jetzt mal im Extremfall mal ausgedrückt, wie gesagt, das soll man eigentlich nicht machen, aber wenn ich jetzt mit 2,3 Volt Eingangsspannung arbeite, könnte ich also auch eine 36 Volt Batterie laden. Das wird natürlich Ewigkeiten und 3 Tage dauern, das ist klar. Aber rein theoretisch und technisch würde es gehen. Man sieht es ja hier, die Spannungsspitzen gehen definitiv auf über 50 Volt hoch. Ich schalte jetzt mal auf Powerladen um, ob das was bringt. Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ein bisschen was bringt es tatsächlich. Da sehen wir, wie es dann etwas schneller hochgeht. Heißt ja nicht umsonst Powerlademodus. Nein, also wie gesagt, das ist halt eine ganz interessante Geschichte. Ja, und wie sieht das jetzt so aus, wenn ich jetzt hier langsam mal hochregle? Wie gesagt, Bedini steht jetzt so natürlich von der Poti-Einstellung auf Maximum. Ich muss jetzt mal ein bisschen an der Seite drehen wegen dem Luftstrom, sonst versteht ihr gleich nur noch Wind und Rauschen und tralala. Und den regeln wir jetzt mal ein bisschen hoch. Jetzt haben wir hier 6 Volt am Eingang und ihr seht schon, wir sind schon bei über 118 Volt. Auch immer aufpassen, dass ihr jetzt hier nicht rankommt. Ich will mal was ausprobieren, wenn ich jetzt hier am Poti noch ein bisschen rumstelle. Aber ich muss jetzt ein bisschen mal mehr bremsen, weil sonst wird einfach mehr in Luftstrom an Energie umgesetzt. Das ist halt auch immer so eine Sache, da muss man den optimalen Punkt immer herausfinden. Genau, das wäre jetzt zu wenig und jetzt muss ich dann doch ein bisschen mehr Gas geben. Und das war zu viel, da habt ihr es gesehen. Das ist jetzt auch das Interessante, das kann ich euch jetzt nämlich immer mal zeigen. So, lassen wir es jetzt einfach mal. Wird sich sowieso gleich wieder verändern, wenn ich ihn hochfahre. Na, da hört man es auch schon. So, jetzt haben wir bei 12 Volt. So, da haben wir jetzt 164 Volt, definitiv. Ich schalte mal auf Regenerieren zurück. Da geht es tatsächlich wieder runter. Okay. Jetzt mache ich mal noch was anderes. Und zwar nehme ich jetzt den richtigen 230 Volt Ausgang. Weil da ist jetzt, hier ist ja noch eine Diode jetzt dazwischen. Und jetzt ist keine Diode dazwischen. Okay.
Da tut sich auf jeden Fall auch nicht viel. Bleibt alles ungefähr gleich. Also kann man auf jeden Fall sagen, dass die Spannungsspitzen beim 1.5er bei 12 Volt definitiv über 160 Volt groß sind. Und das ist egal, ob ich jetzt im Regenerieren- oder Powerlademodus mich bewege. Das ist jetzt einfach so der Fakt. Wie gesagt, ist ein Kondensator, darf man immer nicht vergessen. Aber auf jeden Fall, was mir wichtig ist, dass man das halt eben mal zeigen kann, wie groß da die Spannungsspitzen sind. Und das gleiche mache ich jetzt auch nochmal mit den 3.0. Und da habe ich jetzt den 3.0 angeschlossen. Ihr seht es auch hier, 3.0 immer zwei Transistoren. Wie gesagt, in der Vergangenheit hatte ich noch ein anderes Modell gebaut. Das hatte dann drei Transistoren. Das ist dann aber zum 4.0 geworden. Hat etwas für Verwirrung gesorgt. Deswegen, der originale 3.0 hat halt eben zwei Transistoren. Jetzt schließe ich mal den Kondensator kurz, damit die Spannung hier weggeht. So, der hat bloß irgendwie 100 Mikrofarad. Das funkt jetzt nicht so extrem. Wie sieht die Spannung aus? 0 Volt, hervorragend. So, dann können wir den jetzt anschließen. Ich regle den jetzt hier auch mal runter auf 3 Volt, 3,4 Volt, dass wir mal so ein paar Vergleichswerte haben. Ich stelle hier auf Maximum und schmeiße ihn einfach mal an. Ach so, ich muss den Ladeausgang. Den sollte ich auch noch mal anschließen. So, und dann sehen wir jetzt einfach mal, wie der 3.0 arbeitet, wie hoch da die Spannungsspitzen sind. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt auf. Ich schalte mal auf Powerladen um. Genau. Und ihr seht auch hier die Spannungsspitzen, die werden auf jeden Fall schon größer. Der pumpt auf jeden Fall ein bisschen mehr rein. 90 Volt geht immer noch weiter, 91. Also wie gesagt, wenn ihr mit 3,3 Volt am Eingang arbeitet, euer Bedini wird immer laufen. Das seht ihr jetzt ja. Und er wird auch immer Batterien laden. Auch, ich sage es mal, relativ egal wie groß, weil eine 100 Volt Batterie gibt es so in der Form nicht. Deswegen, wenn ihr da auch mit 12 Volt arbeitet oder sowas ähnliches aufladen wollt, 12 Volt, 24 Volt, ist alles kein Problem. Nur halt bei 3,3 Volt am Eingang und bei, was haben wir hier, 400 mA, wenn das denn so hinhaut, wird es natürlich echt ewig lange dauern, bis die voll sind. Aber technisch gesehen geht es. So, und jetzt regeln wir mal den ganzen Spaß mal ein bisschen hoch. 3 Volt ist ja gar nichts. Da habe ich jetzt wieder auf Powerladen umgeschalten. Jetzt habe ich auf Regenerieren zurückgeschalten. Man sieht, wenn ich da zurückschalte, müsste ich jetzt hier wieder am Podi nachjustieren, um den Punkt zu finden, wo er wieder pumpt. Jetzt habe ich den Punkt wieder gefunden, wo er wieder quasi den Kondensator auflädt. Und jetzt schalte ich auf Powerladen zurück und er kriegt ein bisschen mehr Dampf. Das ist schon zu viel. Also können wir auch hier auf jeden Fall festhalten, der 3.0 macht definitiv bei 12 Volt oder jetzt haben wir sogar 15 Volt. Upsala. So. Muss ich den nochmal hochfahren? Nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Ja, bleibt auf jeden Fall gleich bei 12 Volt. Macht er definitiv 166 Volt an Spannungsspitzen, mindestens. Weil halt wirklich
einige Leute fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 24 Volt Bleibatterie auflade, kann ich das denn mit 12 Volt am Eingang machen oder muss ich da hoch die Eingangsspannung höher fahren? Und dann ganz klarer Fall, ihr könnt immer mit 12 Volt am Eingang fahren und ihr könnt immer mit 12 Volt am Eingang alles laden. Wie gesagt, im Regenerationsmodus. Und wenn ihr im 12 Volt, also mit 12 Volt Eingangsspannung fahren wollt und halt auch im Power-Modus alles laden wollt, dann müsst ihr halt eben unterhalb von 12 Volt eure Eingangsspannung anpassen. Das heißt, wird eure Akku kleiner, das heißt für eine kleine AA-Batterie, dann müsst ihr halt auch hier mit der Eingangsspannung runtergehen. Könnt ihr jetzt in dem Fall nicht auf 1,5 Volt, weil da wird er wahrscheinlich stehen bleiben. Das müssen wir mal ausprobieren, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie weit der runter geht. Machen wir das mal. Muss ich ihn hier hochdrehen? Schauen wir doch jetzt einfach mal, ob das tatsächlich geht. Oder ginge, sagen wir es mal so. Boah, Tatsache. Das ist halt auch immer so eine ganze Geschichte, was halt auch, ich sag mal, der Hochwertigkeit der Teile so ein bisschen geschuldet ist. Das heißt, ich verwende hier wirklich hochwertige Sachen, doppelt kugelgelagerte Lüfter. Alle Lüfter sind bei mir zusätzlich noch eingeölt, also sprich innen drinnen die ganzen Kugellager, die kriegen noch, ich sag jetzt mal, eine Ölung, eine Salbung auf Deutsch gesagt, bevor sie rausgehen, dass auch wirklich alles leichtgängig ist und auch gegen Korrosion innen drinnen geschützt ist und so weiter. Und durch so eine hochwertige Geschichte kann man halt eben auch dann natürlich mit so niedrigen Spannungen fahren, weil halt eben kaum was blockiert. Also können wir festhalten, da muss ich mich korrigieren, selbst wenn ihr eine AA-Batterie oder für meine 1,5 Volt Batterie mit Powerladen laden wollt, dann kann man definitiv mit Eingangsspannung auch runtergehen. Ihr seht hier 1,2 Volt, natürlich schon nichts für Bedienen. Ne? Bei 1 Volt müsste er eigentlich ausgehen so langsam. Ich habe eigentlich gedacht, bei 1,5 Volt geht er schon aus. Der elende Hund, der will gar nicht ausgehen, das gibt's doch gar nicht. Jetzt geh aus. Geh aus. Ja, bei 0,8 Volt ist er dann tatsächlich ausgegangen. Also wie gesagt, bei 0,8 Volt, da ist dann bei dem 3.0 definitiv die Grenze. Aber was ich euch eigentlich sagen wollte, grundsätzlich, wenn ihr 1,5 Volt Batterien laden wollt, bitte, bitte, bitte nur im Regenerationsmodus, weil der einfach wesentlich sanfter ist. Und dann gibt es noch so eine Sache, ja, die muss ich euch gleich noch einmal kurz zeigen. Wartet mal gerade. Was mir auch oft aufgefallen ist und was ich euch bitte immer zu beachten. Der ein oder andere wird es wissen, aber wenn ihr euch mit Batterien und Laden so das erste Mal befasst, dann kann man schon schnell den Fehler machen. Und zwar kann man ja denken, viel hilft viel. Ich habe jetzt mal hier so eine 1,2 Volt Nickel-Metallhydrid-Batterie rausgenommen. Das sind mal diese, die immer hier in so diesen Dinger mit eingebaut sind. Kommt demnächst übrigens auch noch ein geiles Video dazu. Ich habe es vorher noch nicht geschafft. Wir hatten das halt viel zu tun. Erkläre ich auch mal in einem anderen Video noch. Und wie gesagt, man kann halt hier schnell auf die Idee kommen, viel hilft viel. Und das ist aber grundsätzlich verkehrt. Also diese Batterie, die hat eine Kapazität von 300 mA bei 1,2 Volt. Und wenn ich diese jetzt aufladen will, dann darf ich jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, auf volle Power stellen, weil man soll eigentlich maximal 10% dessen nehmen, was auf der Batterie angegeben ist. Das heißt, hier steht jetzt drauf 300 mA, maximal 10%. Wären jetzt also 30 mA. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen, ich sage es mal, auf Langlebigkeit von den Batterien, von den Akkus gehen will, dann sollte man tatsächlich nur die Hälfte von den 10% nehmen, also 5%. Und das wären dann halt eben 15 mA an Ausgangsleistung, die hier reingehen. Das ist natürlich super mega wenig und das würde natürlich dann auch entsprechend lange dauern. Es gibt Batterien, die kann man auch mit mehr Strom laden, zum Beispiel diese Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus, die kann man auch mit mehr Strom laden. Das ist eigentlich im Prinzip fast egal, weil in der Größenordnung kann der Bedini eigentlich kaum Energie abgeben, um die Batterien zu zerstören. Aber halt eben diese einfachen Nickel-Metall-Hydrid-Batterien oder auch die ganz normalen AA-Batterien und auch die 12-Volt-Batterien. Also da empfehle ich euch immer, höchstens 10% der Kapazität zu nehmen.
idealerweise 5%. Wie gesagt, und das alleine beantwortet dann auch schon viele, viele Fragen, weil es ist klar soweit, wenn ich jetzt so eine 300 mAh Batterie mit 15 oder sagen wir mal mit 20 mAh auflade, dann dauert das natürlich seine Zeit lang und das ist eine ganz klare Sache. Dafür wird euch aber auch dieser Akku nicht kaputt gehen. Das ist dann der Vorteil. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, nicht immer denken, viel hilft viel. Da könnt ihr sonst auch viele kaputt machen. Das ist mir das, was mir noch mit wichtig ist, mal mit zu erzählen. So, da kommen wir mal zu guter Letzt zu dem 4.0 Bedini. Da ist jetzt der gleiche Aufbau. Ich habe den Kondensator schon einmal wieder kurz geschlossen. Hat jetzt wieder seine 300 mV, die wir da ganz gerne haben. 1,5 Volt habe ich jetzt hier am Eingang. Und angeschlossen ist er jetzt auf Regenerieren. Schalten wir um auf Powerladen-Modus. Und ihr seht es hier sogar schon bei 1,5 Volt am Eingang. Pumpt er hier auf jeden Fall über 42 Volt schon in den Kondensator rein. Also das ist definitiv an Spannungsspitzen vorhanden. Ich drehe mal ein bisschen wieder seitlich wegen dem Luftstrom, dass ihr mich auch gleich von der Sprache her versteht. So. Immer wichtig, Schutzgitter nach unten, da kann gar nichts passieren. Ja, man hat es hier sehr schön gesehen. 170 Volt hatten wir jetzt gehabt. Ich will noch einmal kurz was machen. Genau, das passt noch. Ja, also man kann sich jetzt um die paar Volt, kann man sich jetzt natürlich streiten. Grundsätzlich kann man halt eben sagen, dass die ganzen Bedinis, die ich halt baue, alle so ungefähr das gleiche an Spannungsspitzen raushauen. Wenn man das jetzt, und das betone ich jetzt noch ein paar Mal, wenn man das jetzt mal an so einem 300 Volt Photoflash-Kondensator mit 100 Mikrofarad mal als Referenzpunkt mal nimmt, dann kann man wirklich immer sagen, dass der Bedini da das gleiche an Spannungsspitzen raushaut. Und das ist halt auch so ein kleines schönes Qualitätsmerkmal. Das heißt, die Geräte sind von der Wicklung her, von der Anzahl her, vom Verdrahten her innen drin auch immer recht ähnlich. Wie gesagt, perfekt. Ich bin ja auch keine Maschine, geht nicht. Aber ich versuche halt schon immer eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten. Und ich denke mal, die Kunden, die bei mir auch gekauft haben, die vielleicht auch schon öfters gekauft haben, die wissen einfach, was ich meine. Also man sieht es hier sehr, sehr gut. Die Spannungsspitzen sind auf jeden Fall immer schön mit vorhanden. Was ich euch auch noch mit zeigen will, ist das hier zum Beispiel. Das ist mal so eine, das ist hier so eine Pflanzenlicht-LED gewesen und die ist mir kaputt gegangen. Vielmehr das Vorschaltgerät ist mir kaputt gegangen. Und da habe ich jetzt dieses Teil mal auseinandergebaut. Jetzt habe ich hier so eine schöne Platine mit lustigen LEDs drauf. Kann man auch betreiben. Das habe ich jetzt allerdings im Vorfeld noch nicht ausprobiert. Ich hatte es mit einem Joule-Tiefen ausprobiert. Mit Joule-Tiefen ging es sehr gut. Boah, mit Bedini habe ich es jetzt noch gar nicht ausprobiert gehabt. Alter Verwalter. Boah, das hätte ich aber echt vorher einmal ausprobieren sollen. Also das Licht flackert auch für mich jetzt hier. Also das ist jetzt nicht nur durch die Kamera bedingt, sondern das ist tatsächlich so. Allerdings, was natürlich interessant ist, wir fahren hier mit 12 Volt und 100 mA. Also wenn das hinhaut und die sind schon gut hell da, also ich kann die natürlich auch noch ein bisschen regeln jetzt. So, jetzt habt ihr ein relativ, also fürs menschliche Auge ist das jetzt relativ gleich hell. Schon ganz ordentlich, also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht,
dass das Ding so abgeht. Auf Regenerieren ist es ein klein wenig dunkler, weil das sind die Pulse beim Regenerieren, sind die auch wesentlich sanfter, sage ich jetzt mal. Regeln wir mal hoch. Ja, so viel tut sich da jetzt gar nicht. Also das lohnt sich eigentlich fast gar nicht, den so weit hoch zu regeln. Und das ist auch das, was ich vorhin schon mal meinte. Viel hilft nicht immer unbedingt viel. Wir sind jetzt hier schon bei 300 mA. Da habt ihr hier schon eine richtig schöne Lichtausbeute. Das ist natürlich schon extrem. Und das ganze Thema kann man ja auch nach unten regeln. Das heißt, wenn man den Bedini so ein bisschen als Spannungstransformator mal hernimmt, dann kann man halt eben auch mit 4 Volt so eine LED zum Beispiel betreiben. Da seht ihr das, wenn ich jetzt zu viel Gas gebe, dann ist das mit den Spannungsspitzen nicht mehr so schön, weil der Luftstrom jetzt mehr Energie zieht. Und wenn ich den wieder auf so einen bestimmten Punkt zurückdrehe, dann hört man es auch, dieses Zwitschern, dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, dieses Rrrr, ja, ihr hört es ja auch im Hintergrund. Wenn dieses Geräusch da ist, dann hat man so einigermaßen den optimalen Punkt erreicht. Hier dieses Geräusch. Ich zeige es euch mal aus der Nähe. Ja, also ich denke mal, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ja, und jetzt glimmen sie nur noch so ganz leicht vor sich hin. Wir können mal schauen, was diese LED überhaupt sagt, bei welcher Spannung. Weil das habe ich jetzt nämlich auch noch nicht ausprobiert. Jetzt habe ich sie angeschlossen, bei 3 Volt passiert gar nichts. Tu mal Plus für den Bedini. Ach, erst bei 24 Volt kommt sie. Also bei 24 Volt. Boah, jetzt habe ich reingeguckt, das war ein Fehler. Jetzt ist sie. Jetzt will sie nicht mehr. Warum? Komisch. Ah, ihr habt es ja gerade gesehen, wie sie einmal hochgeschossen ist. Ich muss sie mal auswählen, ob sie nicht, dass sie jetzt kaputt gegangen ist. Ich schließe mal wieder mal den Bedini an. Zack. Zack. So, wo ist mein Plus? Irgendwo ist ein Wackler drin, glaube ich. Irgendeine LED. Ja. Also entweder hat es jetzt eine LED gerade zerbröselt, das kann natürlich sein, oder aber ich habe hier irgendwo einen Wackelkontakt drauf. Gut, das kann halt auch beim Experimentieren passieren. Das ist nicht weiter schlimm. Und dann gibt es noch eine Sache, für die vergesse ich jedes Mal Werbung zu machen. Deswegen mache ich sie jetzt einfach mal. Wie erreicht man mich? Ganz einfach über meine Homepage www.volksbedini.de. Da könnt ihr euch natürlich erstmal über die ganzen Sachen, die ich so anbiete, informieren. Ihr könnt euch einmal über mich ganz kurz informieren. Da muss ich jetzt auch nochmal die nächsten ein paar aktuelle Sachen mit reinbringen. Ein bisschen was zur offiziellen Geschichte, was man so bei Wikipedia auch lesen kann. Und jetzt natürlich zum, ja, finde ich jetzt mit am wichtigsten, die Produkte, die ich dann anbiete. Wie gesagt, man sieht hier den 1.5er als Bausatz. Der wird dann euch hier schön einmal gezeigt, was alles da drin enthalten ist. Dann hier der Volksbedini 3.0 analog, also so heißt das immer, Klammern analog wegen der Anzeige. Hatte ich euch ja eben schon mal im Video mit vorgestellt. Dann natürlich der 4.0 als analoge Version. Dazwischen die, ja, das ist mal die Joule-Tief Solartaschenlampe, die hatte ich euch ja in einem etwas älteren Video, glaube ich, schon einmal mit vorgestellt. Also da habe ich jetzt auch noch Tests mitgemacht, also sprich jetzt über die ganzen letzten Wochen einfach mal liegen lassen und so weiter und wieder angemacht und so weiter und das mal beobachtet, ob da auch nichts überlädt oder kaputt geht und alles. Astrein, also wirklich, das Ding ist total geil. Unverwüstlich möchte man schon fast sagen, aber richtig cool. Volks Joule-Tief, genau.
den gibt es hier bei mir auch noch mit zu kaufen. Und was jetzt ganz neu dazugekommen ist, das gilt für alle, die jetzt, ich sage es mal, versehentlich irgendwas am Bikini beschädigt haben. Ich sage es mal, Lüfterflügel abgebrochen, weil man aus den reingepackt hat mit einem Schraubenzieher. Oder meinetwegen, man hat die digitale Spannungsanzeige gegrillt oder das Gerät ist runtergefallen und irgendwas ist abgebrochen. Ja, irgendwas mal passiert, falsche Handhabung. Ich müsste mir gerade einmal nebenbei ein bisschen die Nase schneuzen. Dann gibt es jetzt ganz neu den Reparaturservice. Und zwar, egal was an eurem Gerät kaputt ist, für 35 Euro werde ich euch alles an dem Gerät reparieren. Das heißt, ich hatte auch früher schon mal, einige sind da ja relativ experimentierfreudig, so wie ich das rausgekriegt habe. Und die zum Beispiel, wenn die dann versuchen mit Halogenlampen zu arbeiten oder ich hatte auch zum Beispiel ganz oft den Fall, dass die Sicherungen einfach mal überbrückt wurden. Also das heißt, hier steht ja immer drauf 1 bis 2 Ampere. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine 1 Ampere Sicherung drin und dann hatte ich das schon öfters mal gehabt, dass dann Kunden gemeint haben, auch ich habe jetzt keine 1 Ampere Sicherung da, weil die gibt es nicht in jedem Baumarkt. Da muss man sich bestellen und dann fummelt man hier eine 5 Ampere Sicherung rein. Und ja, bei einer 5 Ampere Sicherung, dafür ist das Gerät dann allerdings natürlich nicht ausgelegt. Deswegen gehen die dann natürlich auch mal kaputt. Wenn man dann zum Beispiel eine Halogenlampe anschließt, was für den Bedini einen Kurzschluss darstellt, dann kann es halt passieren, dass euch dann die Spulen durchbrennen. Oder im schlimmsten Fall, ja, was heißt im schlimmsten Fall? Das ist ja schon der schlimmste Fall. Oder auch noch andere Bauteile kaputt gehen, wie Transistor und Diode und so weiter. Und diese Fehler dann immer erst herauszufinden, das dauert natürlich auch, das Gerät zu demontieren. Das ist dann auch ein bisschen aufwendig. Das heißt, falls euch sowas mal passiert, überhaupt gar kein Problem. In dem Fall gibt es hier einen Reparaturservice. Das ist jetzt relativ neu gekommen bei mir. Genau, das Volksbedini-Aufbaubuch. Da bin ich jetzt auch noch mit dran, das irgendwie mal demnächst nochmal, ja, ich weiß auch nicht so richtig, als digitale Version. Ach, ich weiß auch nicht so richtig. Ich bin immer so ein Fan von Büchern oder von Heften, wie auch immer, dass man halt wirklich was in der Hand hat. Ja, da hadere ich noch so ein bisschen mit mir selber. Auch zum Beispiel, wo haben wir es? Genau, bei dem Volksbedini Bausatz 1.5, da ist ja eben diese, wo steht's? Die 33-seitige Anleitung, ach hier steht noch 30-seitige, ist aber mittlerweile schon auf 33 Seiten hochgeschnellt, dass ich das einfach weglasse und dazu ein Aufbauvideo mache, wo ich im Prinzip den 1.5er live aufbaue und das halt eben auf DVD dann mitbrenne als Video. Das gibt's allerdings dann nur für den Bausatz, also sprich, das ist ein Video, was ich jetzt nicht auf YouTube veröffentlichen werde, sondern halt eben nur für die Leute, die sich dann den Bausatz auch kaufen, die kriegen dann dieses 1:1 Live-Aufbau-Video. Da kann ich gleich die nächsten Fragen mit beantworten. Wann gibt es die nächsten Bausätze zum 3.0 und zum 4.0? Das wird alles noch dauern, weil diese Bausätze alles so vorzubereiten, das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit und momentan alles ein bisschen viel auf einmal, deswegen da habt einfach noch ein bisschen Geduld. Das kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, der Reparaturservice für Leute, die jetzt irgendwie mal, ich sag mal, den Bedini runtergeschmissen haben oder wo irgendwas kaputt gegangen ist, das ist jetzt ganz neu dazugekommen. Wenn ihr mal ganz allgemein schauen wollt, was ich jetzt so allgemein für Bedinis so im Laufe der Zeit, die ich jetzt hier schon bin, gebaut habe, dann klickt einfach bei meiner Homepage, Entschuldigung, einmal auf Bilder oben und dann kriegt ihr das alles angezeigt, so die ganzen verschiedenen Produkte der ganzen verschiedenen Jahre. Das ist zum Beispiel hier der 6-Spulen-Bedini. Ich glaube, da gibt es weltweit bloß 2 Stück, die da jetzt laufen. Wie gesagt, die Teile zu organisieren, das ist auch nicht gerade immer so leicht. Sind sehr, sehr schöne Geräte, die gehen natürlich auch hoch bis 250 Ampere, was definitiv von Kunden schon getestet wurde. Das ist jetzt ein Fall, das war jetzt mal ein spezieller Kundenwunsch, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren oder sowas, weiß ich gar nicht mehr, mit so einer 220 Volt Steckdose als Ausgang. Wie gesagt, also das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn ihr irgendwelche besonderen Anregungen habt oder ihr wollt irgendwas Besonderes haben, dann einfach mit mir Kontakt aufnehmen. Ich baue euch so ziemlich alles ran und auch wenn ihr einen Getränkehalter daran haben wollt, das ist auch kein Problem, den werde ich euch da auch mit anbauen. Kleiner Spaß am Rande. Aber wie gesagt, ich bin da äußerst flexibel, was das Thema angeht. Und das ist halt immer auch so eine schöne Geschichte, wenn man da einfach mal so ein bisschen Ideen hat oder einfach irgendwas mit dran haben möchte, dann könnt ihr einfach mit mir einmal Kontakt aufnehmen. Das ist der Volksbedini Solar Analog. Da gibt es auch nochmal so eine kleine Neuerung, ja, wenn ich es mal schaffe demnächst. Und zwar hatte ich ja hier diesen 12-Volt-Lüfter zum Starten genommen.
Das heißt, der Bedini war ja zum Beispiel ausgelegt, dass man halt eben eine Solarzelle hier anschließt. Und der sollte dann bei ausreichend Sonnenlicht, sollte der von alleine anlaufen, von alleine starten und halt eben eine Batterie auch von alleine laden. Und das war halt eben so das Schöne, dass man ihn halt über Solar einfach, über so einen kleinen Input hier an der Seite, dass man ihn da zum Starten kriegen kann. Und also so eine Automatikfunktion, ne? Und ja, und das Problem war einfach, dieser 12-Volt-Lüfter hier, der war ein bisschen zu schwach. Und ja, musste man alles immer gut ölen und so weiter. Und dieses Problem, das habe ich jetzt auch erfolgreich gelöst. Da gibt es jetzt nicht diesen 12-Volt-Lüfter, sondern halt eben der gleiche Lüfter. Wo sieht man es? Der gleiche Lüfter, den ich nehme für den normalen Bedini, also für alle meine normalen Bedinis, der wird einfach hier vorne dran gepackt, weil der hat wesentlich mehr Power, läuft bei 12 Volt perfekt an, hat den Vorteil, dass der von 12 bis 48 Volt betrieben werden kann. Das heißt, man ist auch, was die Solarzelle angeht, sehr, sehr, sehr flexibel und das ist halt ziemlich cool. Wird halt etwas massiver und wie gesagt, den Prototyp dazu muss ich dann nochmal aufbauen demnächst. Also das sind alles jetzt noch so Zukunftssachen, nur dass ihr es einmal hier gehört habt. Ja, wie gesagt, ganz, 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 ganz früher gab es den 1.7 noch, das war so eine Twitter-Lösung. Das war auf dem Weg zum 3.0 noch. Ach, lang ist es her. Ja, hier dann zum Beispiel der Silent. Das sind halt immer so diese speziellen Kundenanfragen, wenn ich sowas mal reinkriege. Silent habe ich ihn deswegen damals genannt. Ist ein etwas, ja, wie soll ich sagen, ein unglücklicher Name. Denn alle Bedinis, und das muss euch immer klar sein, erzeugen Lärm. Also sprich, ihr habt einen Lüfter, der erzeugt einen Luftstrom. Und alleine schon durch die Luftstromgeschichte habt ihr natürlich immer einen gewissen Lärmpegel. Das heißt also mit Silent, also im Sinne von leise, ist da gar nichts. Die sind zwar etwas leiser, aber durch den Luftstrom an und für sich sind sie halt schon, ja, hörbar. Also jeder, der halt die Bedini irgendwie, ich sag jetzt mal, in der Wohnung betreiben möchte, der sollte halt wirklich darauf achten, dass man den halt in so eine Box mit reintut, die halt vielleicht ein bisschen schallgedämmt ist. Und dann wäre das eigentlich kein Problem. Der Silent hat halt den Vorteil, der ist relativ kompakt aufgebaut und geht bis 180 Ampere hoch, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Genau, und zu guter Letzt natürlich der Volksschultief. Genau. Das war hier noch eine andere Variante. Das war die allererste Variante, fällt mir jetzt gerade ein. Das sehe ich gerade an dieser Schraube hier in der Mitte. Da hatte ich nämlich noch damals ziemlich coole Ringkerne gehabt. Die konnte man dann so fix und fertig kaufen. Und da dachte ich mir, wie geil ist das denn? Die gingen richtig geil ab. Und ja, jedenfalls hatte ich mir dann, ich weiß gar nicht, 20 Stück bestellt und dann gab es die nirgendwo mehr. Und die Teile haben danach so viel Geld gekostet, dass ich hier einfach mit dem Gesamtpreis nicht mehr hingekommen bin. Und dann habe ich das Projekt erstmal eingestampft. Und aus diesem Volksschultief ist dann ja später jetzt wieder vor einiger Zeit der richtige, ich sag es mal, Schultief gekommen. Der sieht ganz leicht anders aus, hat aber im Prinzip die gleichen Eigenschaften. Gibt es auch bei YouTube ein paar Videos darüber. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein Produkt, das auf jeden Fall auch Bestand hat. Wie könnt ihr mich noch erreichen? Eine andere Plattform, wo ich immer wieder mal so ein paar Bedinis reinstelle, ist eBay. Das heißt, einfach bei eBay mal Bedini-Motor einfach mal eingeben bei eBay und dann kriegt ihr alle Angebote, natürlich nicht nur von mir, aber halt eben unter anderem auch meine Angebote. Wie gesagt, hier Bausatz. Ich versuche halt immer so ein gleiches Kontingent an Produkten immer anzubieten, wie ich auch auf der Homepage habe, weil ich habe festgestellt, viele Leute wollen halt lieber über eBay kaufen. Über eBay habe ich natürlich immer so ein bisschen höhere Preise, weil einfach die eBay-Gebühren zusätzlich noch mit zu Buche schlagen. Das heißt, eBay nimmt selber 10%. Ist natürlich nicht gerade wenig und wenn ich darauf nicht verzichten will, muss ich halt bei eBay dann die Preise auch etwas höher nehmen, damit ich den Verlust dann wieder einfach raus habe, was das Thema angeht. Aber viele wollen halt über eBay kaufen, weil sie sich da sicherer fühlen. Das ist eine Geschmackssache. Wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nur da könnt ihr halt auch mal regelmäßig nachgucken. Auch so eine kleine schöne Sache, wenn man mal auf meine Bewertung geht. Das ist ja etwas, dafür habe ich ja auch jahrelang gearbeitet. Die Bewertung, die ich habe, die ist, ach, man kann es hier oben gerade so erkennen, muss man ein bisschen ranzoomen. 100%. Und wie gesagt, ich bin seit 2006 bei eBay aktiv. Also eher angemeldet, aktiv so richtig mit verkaufen wurde es dann ja erst 2012, glaube ich.
und ich habe nach wie vor 100%. Und wenn man sich da hier mal durchklickt, das ist halt so eine schöne Geschichte jetzt bei mir auch, weil ich da auch ein Stück weit mit Stolz drauf bin, dass ich nach so langer Zeit immer noch die 100% halten kann. Das heißt, ihr braucht euch da auch keine Sorgen zu machen. Selbst wenn mal irgendwas mit dem Bedini sein sollte, wie gesagt, wir sind alle bloß Menschen, ich mache genauso einen Fehler am Tag, sage ich jetzt einfach mal, wie andere auch, dann könnt ihr mich immer anschreiben. Bisher haben wir jeden Fall gelöst bekommen und das spiegelt sich halt auch hier in einer 100% positiven Bewertung wieder von den Kunden. Und das ist halt schon etwas, worauf ich auch sehr stolz bin. Und wie gesagt, egal ob das jetzt nach Österreich ging oder die Schweiz oder sonst wohin, spielt alles keine Rolle. Kam bisher alles an, ich habe noch kein Paket gehabt. Nee, das ist nicht ganz richtig. Ein einziges Paket habe ich gehabt, da muss ich gleich mal... Ach nee, das kann ich euch ja nicht zeigen, wegen der Adresse, wegen Datenschutz. Mache ich das gleich. Ja, ich hatte einen Kunden, der hat bei mir einen Bausatz bestellt. Über die Homepage, hat auch bezahlt, alles gut. Und jetzt habe ich den Bausatz rausgeschickt und ich sag mal, eine Woche später kam er wieder mit dem Vermerk zurück. Ich glaube, der Kauf hat über Ostern stattgefunden. Also, lieber Kunde, wenn du das jetzt siehst, ich muss mal gerade noch was gucken. Wartet mal gerade. Genau, ich kann es anders machen. Also spreche ich jetzt einfach mal direkt an. Lieber André, der du wohnst in Mönchengladbach. So, da sollte es jetzt nicht allzu viele von geben, die über Ostern bei mir einen 1.5 Bausatz bestellt haben. Das Problem war, dein Paket kam zurück. Jetzt habe ich nachgeguckt, bei der Bestellung, bei der E-Mail-Adresse, da hattest du leider eine falsche E-Mail-Adresse angegeben. Die funktioniert nicht. Ich habe auch versucht, irgendwie die Zahlen mal umzustellen und die Buchstaben. Egal, alle E-Mails kamen wieder zurück oder konnten nicht ausgeliefert werden. Das heißt, ich habe jetzt keine Chance, dich zu kontaktieren, als dieses Video zu drehen. Und ich hoffe einfach, dass du das siehst. Dein Paket kam zurück, weil du hast nicht nur die falsche E-Mail-Adresse angegeben, sondern du hast auch die falsche Versandadresse angegeben und deswegen kam dein Paket zurück und ich habe leider keine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Das ist jetzt das allererste Paket, was echt in der ganzen Zeit, in den ganzen Jahren zurückkam. Sehr interessant, vor allem auch gleich so zurückkam, dass ich keine Möglichkeit habe, den Kunde zu kontaktieren. Das ist natürlich mega krass. Ja, ist einfach sehr seltsam. Also lieber André, der du wohnst in Mönchengladbach, melde dich doch bitte mal bei mir. Schreib mir einfach mal und gib mir deine richtige Adresse, weil dein Paket liegt noch hier. Ich möchte es dir gerne rausschicken. Du wartest sicherlich auch schon drauf. Mach das bitte mal. Würde mich sehr freuen. So, wie könnt ihr mich sonst noch finden, kontaktieren? Natürlich, leider muss ich dazu sagen, über Facebook. Ich bin kein Freund von Facebook. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Facebook ist für mich ein eher sehr lästiges Übel, ein notwendiges Übel, weil halt über solche sozialen Plattformen, ja, man kann natürlich auch Werbung machen. Viele Leute suchen mich auch über Facebook und haben mich dann auch über Facebook gefunden und stellen halt Fragen und so weiter. Ja, ist alles okay, aber ich selber bin von Facebook kein Freund. Also ich hätte mich auch schon 1000 Mal am liebsten löschen wollen, aber wie gesagt, ich merke halt selber auch, dass die Nachfrage einfach da ist, dass die Leute über Facebook suchen, mich kontaktieren wollen, mich anschreiben. Deswegen muss ich diesen Weg leider auch mitgehen. Ich bin bei Facebook also auch verfügbar für euch. Ihr könnt mich da auch suchen, könnt mich da auch anschreiben. Das ist alles kein Thema. Generell ist es auch so, das möchte ich an der Stelle auch nochmal mit erwähnen, weil es immer wieder mal mit, ich sage es mal, vorkommt, dass sich Leute einfach gerne beraten lassen. Ich meine, es ist ja auch so, das müssen wir uns ja auch mal ganz ehrlich jetzt mal hier so ein bisschen mal mit auseinandersetzen, wenn man bei YouTube Bedini eingibt, man wird erschlagen. Nicht nur, dass ich selber 100.000 verschiedene Videos zum Thema Bedini gemacht habe in meiner Zeit, sondern viele, viele, viele andere Bastler und Experimentatoren befassen sich ebenfalls mit dem Bedini und somit hat man dann eine Fülle von Informationen, die sehr verwirren kann, natürlich, wenn man jetzt gerade einsteigt, wenn man sich jetzt einfach die Frage stellt, was ist denn jetzt für mich interessant? Ich möchte mir jetzt ein Bedini bauen oder halt eben kaufen und durch die ganzen Informationen, die ich so bekommen habe, weiß ich gar nicht mehr, was ist jetzt was und was ist jetzt genau das Richtige für mich. In so einem Fall braucht eigentlich keine Angst haben. Ihr könnt mich über die, was ich euch eben gezeigt habe, bei eBay, bei Facebook oder halt auch über meine Homepage hier, könnt ihr mich einfach kontaktieren. Ihr habt hier bei der Homepage habt ihr unten immer diesen
Button Impressum und Kontakte. Darüber erfahrt ihr meine E-Mail-Adresse. Oder aber hier, wenn ihr eine Anfrage für einen Spezialaufbau habt oder sowas, könnt ihr mir auch hier eure Anfrage stellen. Oder einfach auch allgemein Fragen stellen, die euch jetzt befassen. Und dann werdet ihr auch immer umfangreich von mir mit beraten. Also das wissen auch viele Kunden, die das schon so gemacht haben. Die wissen das auch, dass ich da recht zeitnah immer viele E-Mails hin und her schreibe. Und ich möchte euch da auch immer bitten, an der Stelle bitte erst den Weg über E-Mail versuchen. Also sprich entweder hier über meine E-Mail-Adresse oder bei eBay oder bei Facebook oder sonst irgendwie, wie ich dann zu erreichen bin. Und nicht bitte immer gleich anrufen, weil ich bin super mega schwer am Telefon zu erreichen. Das ist einfach das Problem. Und wenn ich jetzt Telefonate führe, geht locker eine Stunde ins Land. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Das sind alles sehr, sehr schöne Telefonate gewesen. Aber wie gesagt, eine Stunde, in der Zeit kann ich nichts anderes machen. Und ja, wie gesagt, mein Tag hat leider auch plus 24 Stunden. Und von der Sache her muss ich halt zusehen, dass ich den Tag vernünftig einteile, um halt einigermaßen auch meine Lieferzeiten einhalten zu können. Und deswegen seid mir da nicht böse. Bitte kontaktiert mich über E-Mail-Adresse. Das ist für mich wesentlich angenehmer, weil ich so eine E-Mail, egal wo ich bin, mal gerade güst beantworten kann. Mit einem Telefonat ist das nicht nur so der Fall. Deswegen, das möchte ich an der Stelle noch einfach mal mit gesagt haben, dass ihr das mal mit beachtet. Ja, das wäre es erstmal dazu. Und weil ich das vor uns erwähnt habe mit diesem Analog-Solar-Startfunktions-Tüdelü, ich habe da hier schon mal vor einiger Zeit einen Prototypen aufgebaut. Wie gesagt, das ist jetzt nur für mich selber so ein Prototyp, um das mal im Dauertest testen zu können. Das ist jetzt ein ganz normaler 3.0, der halt eben die Funktion hat, dass er halt eben gestartet werden kann mit Solar und halt, wie gesagt, dementsprechend von alleine losläuft, von alleine Akkus lädt, und das geht hervorragend. Hat natürlich auch den Vorteil, weil hier hinten schon diese Lüfterschlitze drin sind vom Hersteller, brauche ich natürlich auch kein Lüftergitter in dem Sinne, wie ich es halt bei meinen anderen Produkten verwendet habe. Weil hier kann man ganz schwer reinpacken. Also wenn ich jetzt hier mit dem Finger, ich habe dünne Finger, ich komme hier gerade so rein. Aber wenn mein Blatt davor oder angesaugt wird, hier passiert gar nichts. Also das ist auf jeden Fall auch schon der Vorteil. Es ist halt dann ein Nachteil, weil es wird halt auch etwas klobiger, etwas massiger. Man sieht es halt schon, die Lüfter sind ja auch nicht gerade klein. Aber gut, das ist jetzt ein eher kleinerer Nachteil. Nur man muss es halt mit berücksichtigen. Wie gesagt, das ist der Prototyp dazu. Den teste ich immer auf Herz und Nieren. Da dauert es auch noch ein bisschen, ehe ich dazu das entsprechende Produkt raus habe. Aber jetzt geht er bald, ich hoffe mal bald, der Sommer los. Und da kann ich dann sowas auf jeden Fall mal wieder mit anbieten. Da hätte ich doch jetzt fast mit eines der wichtigsten Medien vergessen, über die ihr quasi mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Das ist natürlich mein YouTube-Kanal. Dieser heißt Roy Kondusch, wie ich selber halt auch heiße. Und darüber findet ihr dann auch ganz, ganz viele Videos. Oder vielmehr, hier kann ich auch draufklicken, sehe ich gerade. Es sind einige Videos in den Jahren jetzt zusammengekommen. Kann man sich dann ja mal durchklicken. Ich weiß es gar nicht, ich gucke hier so selten ehrlich gesagt rein. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo so meine ganzen eigenen Videos mal in der Übersicht drin stehen. Mein Kanal, wo war denn das? Ach genau, war es ja schon richtig. Also hier sieht man, dass ich da, was das Thema angeht, weil das habe ich auf den verkehrten Knopf gedrückt, dass ich da schon weitere, viele Videos dazu gemacht habe. Und das ist halt eben auch das, was ich euch vor uns versucht habe zu sagen, dass ich natürlich nicht der Einzige bin, der Bedini-Videos dreht. Und wenn man sich da einfach mal die Hülle anschaut und die Fülle, die es dazu gibt an Videos, an Beiträgen, und der eine macht es so, der nächste macht es so, dann kann ich das natürlich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn da Kunden sagen, ich steige da nicht mehr dran lang. Was ist denn jetzt das, was ich definitiv für mich brauche? Weil ihr seht es hier alleine schon, wie ich hier durchklicke, wie viele Videos es dazu schon zum Thema alleine auf meinem Kanal gibt. Das ist schon nicht gerade wenig. Und wir reden jetzt hier gerade von Videos, die sind jetzt 3 Jahre her, so wie ich das hier sehe. Und ich meine, 2012 habe ich, glaube ich, mit dem Kanal angefangen. Boah, ich habe hier schon lange nicht mehr reingeguckt. Eigentlich müsste ich auch nochmal so eine, ja, so eine, wie soll man sagen, so eine Zusammenfassung mal drehen, dass ich hier einfach mal durch die verschiedenen Videos mal von der Zeit einfach mal durchgehe und dann einfach mal so ein bisschen was erzähle. Ich weiß nicht, wenn euch das sowas mal interessiert, kann ich das ja mal bringen. Ja, das waren ja noch so die ersten Aufnahmen der alten Wohnung.
Interessant. Vor fünf Jahren habe ich das erste Video hochgeladen. Der thermoelektrische Stromgenerator. Genau, 5 Jahre ist es her. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es schon so lange her ist. Also wie gesagt, über YouTube könnt ihr mir einfach natürlich auch Nachrichten zukommen lassen. Was ihr natürlich immer bedenken müsst, wenn ihr mir eine Nachricht zukommen lasst, wo irgendein Link drin ist zu irgendeiner Seite, dann landet diese Nachricht leider bei mir immer zuerst im Spam-Ordner. Da ich jetzt natürlich nicht jeden Tag meinen Spam-Ordner kontrolliere, kann es dann also durchaus sein, dass diese E-Mails entsprechend lang drin sind und ich das nicht gleich so merke. Wie hier zum Beispiel. Hier sind zum Beispiel einige YouTube-Links und so weiter. Die müsste ich mir dann erst umständlich angucken und gucken, ob ich sie überhaupt genehmige. In der Regel lösche ich diesen ganzen Spam-Ordner einmal. Ich gucke einmal kurz drüber, ob irgendwelche Anfragen drin sind. Ansonsten lösche ich das einfach, weil das ist dann einfach zu heftig, zu viel dann auch, ne? Wie gesagt, also da müsst ihr halt immer mit dran denken. Manchmal sind hier auch so seltsame Werbemails dabei, immer wieder mal. Also von der Sache her, dieser Spam-Ordner, der erfüllt auf jeden Fall schon seinen Zweck. Bin ich auch ganz froh drum. Bloß, ihr müsst halt dran denken, wenn irgendwelche Links drin sind, dann schreibt mir lieber noch einmal so komplett und sagt, hey, hast du die E-Mail gelesen, die ich dir dann und dann geschrieben habe? Und dann sehen wir weiter. Also das ist alles gar kein Problem. Lips.
So, und gerade eben fertig geworden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ich sage es mal ärgerlich in Anführungszeichen, denn als ich das Video, das große, lange Video fertig gedreht hatte, war ich noch mitten in der, ich sage es mal, Entwicklung von diesem neuen Prototyp. Und wie es der Teufel so will, als das Video dann fertig war, einen Tag später war auch der Prototyp fertig. Und deswegen werde ich das jetzt auch so machen, die meisten werden es vielleicht schon gemerkt haben, dass ich das lange Video, ich habe das als Datei nochmal da, ich werde das entsprechend nochmal zurechtschneiden, also das kurze Video jetzt von dem Volksbedini 5.0 werde ich quasi mit in das Bedini-Video mit einbauen. Somit habt ihr, was die Bedinis angeht, immer jetzt erstmal eine relativ lange Zeit, in Anführungszeichen, mal aktuelle Fotos, Bilder, Videos, mal ein bisschen was Gesprochenes dazu. Aber sonst müsste ich jetzt schon wieder Neues machen und das ist dann echt ein bisschen sehr aufwendig. Vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal alle Bedini-Produkte wieder mal so zusammen stehen habe, wie ihr das letztens gesehen habt, ist relativ selten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich darf euch hier ganz offiziell den Volksbedini 5.0 vorstellen. Ich hatte den vor einiger Zeit schon mal, oder vielmehr einen Prototyp vor einiger Zeit schon mal vorgestellt. Das war ein etwas größeres Gehäuse, das waren mit zwei dieser Ventilatoren umgebaut entsprechend und und da habe ich ja schon damals immer bei dem Video immer so ein dickes, fettes Fragezeichen dahinter gesetzt, weil ich mir halt eben noch nicht so ganz sicher war. Irgendwie hat so meine innere Stimme was dagegen gehabt. Und ja, ich weiß auch warum. Nicht, dass das nicht funktioniert, nein, Quatsch, um Gottes Willen. Nur mit diesen etwas größeren Bedini, da entwickelt sich wahrscheinlich nochmal was ganz anderes draus. Da lasst euch mal überraschen, da habe ich noch ein paar andere schöne Ideen. Von der Logik her ist es ja tatsächlich so, in Zukunft mache ich jetzt auch den 1.5er in dieser analogen Version. Wie gesagt, da werdet ihr jetzt demnächst nochmal ein paar aktuelle Sachen kriegen zu. Der 1.5 ist ja im Prinzip so wie das hier, nur halt mit einem Transistor und halt eben auch nur einer Glimmlampe. So, der 3.0 hat entsprechend zwei Transistoren und zwei Glimmlampen. Also immer pro Transistor eine Glimmlampe. Der 4.0 hat drei Transistoren und drei Glimmlampen. Und jetzt der 5.0 hat vier Transistoren, vier Glimmlampen und auch insgesamt vier Powerspulen. Ich kann euch das mal zeigen. Das sieht man hier auch sehr, sehr schön, wie das hochgeht. Einmal, wartet mal gerade. So, einmal hier ein bisschen die Kamera besser platzieren. Ah, das könnte ich den ganzen Tag machen, diese Spielerei. Wie sie nacheinander zünden. Ja, ich habe das durch eine andere Wickeltechnik hinbekommen. Ich habe mit vier Drähten gleichzeitig gewickelt. Das muss ich, glaube ich, mal im extra Video nochmal mit zeigen, wenn ich wieder mal so eine Art Bastelvideo mal mache. Und somit konnte ich im Prinzip mit gleicher Drahtstärke, die ich halt hatte, also mit dem 03er Draht, den ich ja immer nehme zum Wickeln, konnte ich dann entsprechend vier Spulen, ja, ich sag es mal, erzeugen. Vier Powerspulen. Und das Ganze macht sich dann derart bemerkbar, dass dieses Gerät auf jeden Fall die beste und logischste Weiterentwicklung von dem 4.0 darstellt, nämlich der 5.0. Man kann es auch ganz gut sehen. Ich habe ja in den anderen Beispielen habe ich euch das ja mit der Stromaufnahme gezeigt. Ich musste jetzt hier allerdings ein größeres Ampermeter nehmen, weil das nicht mehr gereicht hat. Das 3 Ampere, das ist dann an der Grenze gewesen. Und das ist auch die Eigenschaft des neuen 5.0s, dass er halt eben ein bisschen mehr Power hat. Also ich drehe ihn jetzt mal im Leerlauf hoch. Wie gesagt, einmal ganz kurz bloß zum Zeigen für euch. Also alleine im Leerlauf geht er jetzt schon hoch auf 2,5, ganz kurz mal knapp 3 Ampere. Und damit erzeugt er aber auch dann relativ viel, ich sage jetzt mal Luft, das ist ja nicht das, was wir wollen. Bloß das ist halt so eine kleine Kennlinie, die ich halt in den anderen Beispielen auch immer ganz gut gebracht habe. Eingangsversorgung wird hier über eine 12 Volt Bleibatterie gewährleistet, auch entsprechend dicke Kabel, sodass er sich tatsächlich alles wegziehen kann, was er sich wegziehen will. Weil ihr habt gesehen, dass mit dem Netzteil, das ist manchmal immer so eine, naja, so eine Sache, das spinnt von der Anzeige dann ziemlich doll hin und her. Gerade wenn das hier Gepuls entnimmt, da kommen wohl die Messgeräte nicht so mit klar. Zumindest in meiner Preiskategorie, muss ich dazu sagen. Ja, also, wir haben das gemacht. Ihr habt es gesehen, ich werde jetzt nochmal, das habe ich jetzt natürlich super schlecht vorbereitet, den Akku hier aufladen. Und nachher werden wir natürlich auch nochmal einen Kondensator aufladen.
Und ich habe das natürlich alles schon mal im Vorfeld einmal gemacht. Und bei dem Kondensator ist es tatsächlich so, dass bei den anderen haben wir immer 166 Volt so ungefähr reingekriegt. Und jetzt ist es so, dass wir circa 155 Volt reinkriegen. Ist also, naja, ich sag es mal, 9 Volt weniger. Da kann man sich jetzt natürlich dran stören oder auch nicht. Also ich persönlich störe mich nicht daran, weil wie gesagt, das ist nur das Ladeverhalten eines Kondensators. Und ich sag mal so, wenn man Batterien laden will, 160 Volt oder 150 Volt, das ist in meinen Augen immer noch mehr als ausreichend, was die Höhe der Spannungsspitzen angeht. Es geht ja nicht nur alleine bei Bedini um die Höhe der Spannungsspitzen, sondern halt eben auch um die Power. Und das ist ja mit so ein bisschen das Entscheidende. Also das heißt, die Spannungsspitzen könnten theoretisch auch 60 Volt hoch sein. Wenn die Spannungsspitze entsprechend stark ist, ist das egal. So, wir haben jetzt hier, das müssen wir anders umdrehen wegen dem Luftstrom, sonst bläst das ins Mikro, den 16 Volt Lithium-Polymer-Akku auf Regeneration umgeschalten. Man kann auch hier nochmal sich die Anzeige quasi zunutze machen. Ich habe jetzt in dem Fall hier jetzt hier meine 20 Volt analoge Anzeige eingebaut. Einfach, weil ich sie da habe. Und dann drehe ich jetzt mal hoch im Regenerationsmodus. Versuche ich das mal irgendwie alles mal zu zeigen. Aber ihr wisst, im Regenerationsmodus würde man ihn niemals bei voller Power drehen lassen. Ich würde es persönlich immer ungefähr bei dieser Einstellung belassen. Ihr seht es auch hier ungefähr Mitte Poti, das hatte ich in den anderen Sachen auch schon gesagt, bei den anderen Videos. So, jetzt kommt aber das Entscheidende. Jetzt muss ich mal kicken, dass ich das hier irgendwie alles zusammen für euch drauf kriege. Gleich fällt es runter, macht einen Kurzschluss und alles explodiert. Also, pass auf. Wir schalten jetzt mal um auf Powerlademodus. Muss mal gerade kicken, dass ich das für euch ein bisschen besser drauf kriege. So, so ist gut. Boing, wo ist mein Finger? Da. Achtung. Jetzt hat sich natürlich nicht viel getan. Ihr habt euch aber gemerkt, von uns 2,5 Ampere hatten wir im Leerlauf beim Regenerieren, bei voller Power wohlgemerkt. Und jetzt fahren wir ihn mal hoch im Powerlademodus. Warum schalten wir mal fest? Boing, genau das meinte ich. Genau. Wartet mal kurz, die Post ist da. So, da war der liebe Postmann da, den hätte ich doch jetzt fast überhört. Auch so geil, ne? Also hättet ihr vorhin sehen müssen. Da kam er hoch, so ein ganz junger, netter Mann. Und schaute ganz traurig, weil er nur ein einziges Paket hat. Ja, meistens hat er dann bei mir immer mehrere Pakete. Deswegen war er da heute ein bisschen komisch am Gucken. Genau, ihr habt es gesehen. Meine Verbindung hat sich hier gelöst. Das liegt einfach daran, weil das hier so ein bisschen... Naja... Will nicht sagen. Cool. Er ist von alleine gestartet. So, also da habt ihr jetzt gesehen, das ist jetzt natürlich der Unterschied auch zum 4.0. Wir dürfen immer nicht vergessen, wir fahren jetzt mit 12 Volt und laden eine 16 Volt Batterie auf. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einer anderen 12 Volt Batterie mache. Ich bin jetzt gerade hier so am Suchen, während ich euch das erkläre. Moment mal gerade. Ha, jetzt habe ich sie doch noch gefunden. Ich wusste, irgendwo habe ich den Kriebel versteckt. Jetzt habe ich sie endlich mal gefunden. Das ist die Batterie, die ich euch die ganze Zeit über mal zeigen wollte. So, mit diesem Kumpel, da wollen wir mal arbeiten. So, da schauen wir uns das jetzt gleich nochmal von vorne an. Wo habe ich jetzt die Kabel? Ich brauche hier mal einen Kameramann. So. Genau, ist hier... 12 Volt Batterie, 12 Volt und 3 Ampere.
Und das, was ich jetzt mache, das zeige ich euch nur einmal ganz kurz und dann sage ich euch was dazu, dass ihr euch das ja nicht merkt. Es geht jetzt nur einfach darum, dass ich jetzt meine 12 Volt Batterie mal da habe. Mehr eigentlich will ich euch gar nicht damit zeigen, deswegen. Ich sage euch gleich noch was dazu. Also, wir fahren jetzt so hoch und schalten ihn mal auf Power-Lademodus um. Gucken mal, was er für eine Spannung hat. Ja gut, ihr könnt es jetzt nicht erkennen, das sind jetzt knappe 12 Volt. 12,5, die er jetzt hat. Dann fahren wir ihn mal hoch. Und das ist das, was ich euch vor uns gesagt habe. Jetzt wird hier eine 12 Volt Batterie aufgeladen und da ist die Stromaufnahme etwas höher, weil jetzt hier die beiden Spannungen, also die Eingangsspannung und die Ausgangsspannung von den Batterien, ist wohl ziemlich gleich und da hat man dann halt die entsprechend größte Kraftübertragung, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, sind wir schon bei knapp 15 Volt. So, Freunde, aber jetzt kommt noch eine kleine Belehrungsrunde, hätte ich beinahe gesagt, weil das eben auch so ein Punkt ist, den ich halt oftmals als Frage kriege. Was ihr jetzt gesehen habt, ich habe ja mit knapp 4 Ampere, habe ich jetzt eine 3 Ampere 12 Volt Batterie versucht zu laden. Ich sage jetzt ganz einfach versucht, deswegen, weil ich es jetzt ja nur ein paar Sekunden dran hatte. Grundsätzlich macht das bitte nicht nach, denn eine 12 Volt und in dem Fall 3 Ampere Batterie lädt man höchstens, allerhöchstens mit 10% seiner Kapazität. Das heißt also in dem Fall hier mit 300 mA maximal. Wenn ihr eure Bleibatterie etwas länger haben wollt als bloß ein paar Jahre, ladet sie bloß mit 5% der Kapazität. Das heißt also 150 Ampere. Und demnach beantwortet sich auch teilweise die Frage von vielen, ich sage es mal in Bezug der Geschwindigkeit, weil Geschwindigkeit beim Laden ist nicht immer alles. Ganz im Gegenteil, sogar bei, ich sag mal hier bei diesen Bleibatterien ist es sogar teilweise tödlich. Das heißt, nicht viel hilft viel. In dem Fall mit 3 oder knapp 4 Ampere hätte ich ja diese Batterie, ich sag jetzt mal, ungefähr eine Stunde voll gepumpt, in Anführungszeichen, wobei die ja auch schon nicht leer war. Die hatte ja 12,5 Volt gehabt. Aber nur, dass ihr das einmal wisst, wie gesagt, höchstens, also ich empfehle euch immer höchstens 5% der Kapazität als Ladestrom zu verwenden. Ich muss jetzt hier sagen, ich habe jetzt natürlich logischerweise die Eingangsstromaufnahme gemessen, nicht die Ausgangsstromaufnahme, weil das ist immer so eine tricky Sache. Deswegen, aber in dem Fall könnt ihr das auf jeden Fall als groben Richtwert mitnehmen. Und da achtet halt immer mit drauf. Ja, weil das sind auf jeden Fall so typische Langzeiterfahrungen, die man denn so hat mit Batterien. Oder halt auch typische Fragen von Leuten, die jetzt gerade erst anfangen mit dem ganzen Thema sich zu befassen. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Lieber einmal vorher fragen, als dann verkehrt machen. Das ist auf jeden Fall richtig. Nur dadurch ergeben sich halt automatisch halt immer auch gewisse Ladezeiten. Das muss halt immer klar sein. Ne? Also ich darf jetzt nicht denken, bloß weil ich ein Bedini habe, habe ich jetzt, ich sag jetzt mal, ich übertreibe das jetzt mal, jede Batterie innerhalb von einer Stunde aufgeladen und fit und fertig und voll und tralala. Das ist bitteschön eine Wunschvorstellung, die kann man sich gleich erstmal von der Nase putzen. Dafür ist ein Bedini auch gar nicht, upsala, dafür ist ein Bedini auch gar nicht gedacht. Achso, hier habe ich noch ein bisschen Zeug dran. Sondern, wie gesagt, ein Bedini ist in erster Linie für 12 Volt, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle, 12 Volt Bleibatterien ausgelegt, um diese zu regenerieren. Das heißt, wenn die jetzt mal kaputt wäre, dass ich die halt entsprechend dann nochmal weiter benutzen kann. Das ist die Hauptaufgabe, wie gesagt. Und mit diesen Ladezeiten, die hier an den Kapazitäten irgendwo ein Stück weit auch festgelegt sind, sage ich jetzt einfach mal, da ergeben sich dann halt automatisch gewisse Ladezeiten, die man dann einhalten muss. Ob ich jetzt mit einem Bedini arbeite oder nicht, ne? Deswegen, andere Ladegeräte, 12 Volt Original, Ladegeräte würden, glaube ich, mit 10% arbeiten und haben dann halt eben auch eine Schlussspannung von teilweise bloß 14,5 Volt, 14,2 Volt und das ist halt definitiv viel zu wenig für diese Batterien hier. Das hat man irgendwann bloß mal eingeführt, weil man festgestellt hat, ab 14,5, da könnt ihr mich ja korrigieren, fangen einige Batterien an zu gasen und das wollte man halt ganz gerne vermeiden, dass die halt gasen und deswegen hat man sich da irgendwie so auf diesen Wert geeinigt. Im Endeffekt bedeutet das aber, dass eine 12 Volt Batterie
bei 14,5 Volt niemals vollgeladen wird. Und das heißt, diese Sulfatschichten hier im Inneren, was man leider nicht sehen kann von außen, die bilden sich natürlich mit jedem Vorgang immer größer und immer mehr aus. Und irgendwann habt ihr halt eben den Effekt, dass die Batterie keine Leistung mehr bringt und ihr sie wegschmeißt. Deswegen das Gerät. Weil hier habt ihr eine Ladeschussspannung, die ihr selber bestimmt. Das ist natürlich auch ein Nachteil, das ist natürlich eine ganz klare Sache. Ich kriege öfters mal die Frage, wie lange muss ich den Bidini dran lassen? Wie gesagt, im Regenerationsmodus fließt ein spezieller Strom, sage ich jetzt einfach mal. Der ist auf jeden Fall gering. Und da könnt ihr den auch ruhig, weiß nicht, ein, zwei Tage mal dran lassen. Und da passiert auch gar nichts. Wie gesagt, im aller schlimmsten Fall würde die Batterie ganz minimal gasen. Aber das ist nicht groß der Rede wert. Deswegen, also das ist einfach so eine Gefühlssache. Ne? Ihr müsst halt immer auch schauen, wie hoch kriegt ihr die Batterie. Diese würde ich vielleicht auf 14, 15 Volt hochkriegen, wie ihr es eben gerade gesehen habt in der vorherigen Beispiel. Es gibt aber auch Batterien, die kriegt ihr gar nicht mehr auf 15 Volt hoch. Oder es gibt auch Batterien, die kriegt ihr sogar auf 20 Volt hoch, diese Bleibatterien. Aber dann hat die Batterie ein anderes Problem, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen, das ist halt immer so eine Sache, mit dieser Individualität dieser 12-Volt-Batterien, das kannst du halt echt ganz schwer verallgemeinern, weil man halt nicht von außen reingucken kann. Das heißt, man kann auch niemals feststellen, so auf den ersten Blick jetzt zum Beispiel, der Kollege, wie viel Sulfat enthält er. Das kann ich nicht sagen, es geht nicht. Also man kann es einigermaßen vielleicht versuchen zu messen, aber naja, ich kann vieles messen, wenn ich das möchte, sage ich immer dazu. Deswegen nur, dass ihr das einmal mit beachtet. Da würde ich sagen, ich baue euch mal gerade den Test auf für die Spannungsspitzen, gemessen mit einem Kondensator. Dann haben wir die ganze Testerei erstmal soweit alle einheitlich und komplett. Und ja, dann melde ich mich gleich zurück. So, und da habe ich jetzt alles aufgebaut. Wir haben hier den Kondensator, den kennt ihr ja schon, den schließe ich jetzt erstmal kurz, dass er einigermaßen seine 0 Volt hat. Na, sonst hat er sich immer auf 0,3 wieder aufgeladen. Na gut, heute will er nicht. Hat er, glaube ich, zu viel. So, dann schließen wir das ganze Gerät an. Angeschlossen ist er jetzt, wie gesagt, immer noch an 12 Volt. Und ja, was war das denn jetzt gerade? Ich entlade den mal gerade. Ach so, ich habe mir angeschlossen. Ach so, ich habe den Bidini hier am Strom angeschlossen, nur er ist aus. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich ihn jetzt hier mit dem Verbraucher verbinde, haut er einmal so eine ganz kurze Spannungsspitze raus und das ist das, was wir hier gerade sehen. Ist das verwirrend? Da muss man auch erstmal alles wissen. So. Ich habe jetzt das Poti auf ganz, ganz, ganz nach unten geschraubt, also auf minimal, also hier auf Minusanschlag, sage ich jetzt einfach mal. Wir fahren mit 12 Volt und wir laden jetzt ganz allmählich den Kondensator auf, was ihr auch sehr schön gesehen habt am Anfang, wenn ihr mal drauf achtet, ansonsten spult er zurück. Wir sind relativ schnell bei 134 Volt, also das geht fast schnipp augenblicklich, das ist halt ziemlich cool. Das heißt, da ist auch ein bisschen Dampf dahinter bei dieser Voltstärke. Weil jetzt sieht man ja, jetzt steigt es langsam an. Ich glaube, ich muss euch das nochmal zeigen irgendwie. Also, ich entlade ihn jetzt einmal ganz kurz. So. Achtet mal drauf, wie schnell der schon bei 130 Volt ist. So, das dauert ein paar Sekunden, dann ist er schon bei dieser 130 Volt Geschichte. Und erst ab da fängt er ganz langsam an, sich weiter hoch zu wurschteln. Wie gesagt, ich habe das Poti auf Minimum gestellt. Jetzt können wir den ja hochregeln noch ein Stück weit. Schutz geht immer nach unten. So, und wir haben gesehen, 152 Volt und ein paar zerquetschte. Das ist ungefähr, was ich euch am Anfang schon gesagt habe, 10 Volt circa weniger. Aber das ist nicht weiter schlimm an der Stelle, weil die Spannungsspitzen absolut ausreichend groß sind. Sie werden ja noch größer sein, bloß ich kann das halt hier eben mit meiner 0815 Messkonstellation absolut nicht besser darstellen. Deswegen ist das mit diesem Kondensator, das ist natürlich keine genaue Messung. Das kann ich echt immer wieder nur betonen, das ist keine exakte genaue Messung.
für mich persönlich reicht es halt eben nur aus, weil ich halt die verschiedenen Bedini-Modelle damit und untereinander vor allen Dingen auch vergleiche. Das heißt, wie schnell ist er aufgeladen und was ich euch eben gerade schon sagte mit diesen 130 Volt, schaut mal, wie schnell er in diesen Bereich reinkommt. Und natürlich auch, wie hoch die Spannungsspitzen letzten Endes ausfallen. Das ist natürlich für mich persönlich immer so eine ganz interessante Sache. Und daran merke ich dann auch so ein bisschen immer so die Qualität, sage ich jetzt mal. So, was kommt zum Schluss noch? Ach, eine wichtige Sache noch. Ich will euch ja nämlich zeigen, mit wie viel Volt der Bedini läuft. Auch wenn ihr mit solchen Kondensatoren arbeitet, vergesst es niemals, nach der Arbeit sie zu entladen. Das führt sonst so, naja, komischen Erwartungen oder Erschreckung irgendwann mal. Ich baue mal gerade alles um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, denn für die nächsten Tests brauchen wir etwas Dunkelheit, sonst könnt ihr die Zahlen hinten am Messgerät gar nicht erkennen. Ich will euch einmal zeigen, mit wie viel Spannung oder vielmehr ab wann der Bedini im Prinzip anläuft. Also ich habe jetzt hier erstmal hier auf 12 Volt eingestellt, so nichts Besonderes. Aber machen wir es mal, lassen wir es mal oben, dann könnt ihr es gleich besser sehen. Das regeln wir erstmal runter und hier stelle ich jetzt den Bedini auf maximale Leistung. Und ihr seht ja hier schon das, was ihr auch bei den anderen Bedinis gesehen habt, wenn ich das an dieses Netzteil hier anschließe, das springt immer hin und her, deswegen auf die Anzeige kann man sich da echt nicht so wirklich verlassen, das ja, passt da nicht so ganz. Dann gehen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen runter mit der Spannung. 1,5 Volt hatte ich ja auf jeden Fall immer mit gesagt, könnt ihr den Bedini schon mit betreiben, auch die anderen Bedinis von mir. Aber ich bin da ja so ein bisschen so ein kleiner, ich sag es mal, Fetischist, was das angeht, mit wie viel und mit wie wenig Spannung ich so ein Bedini betreiben kann. Weil mir persönlich ist halt auch immer die, ich sag es mal, das Spektrum sehr wichtig. Das heißt, mit wie viel Volt kann ich arbeiten? Was kann ich alles anschließen an das Gerät als Eingangsquelle? Und in dem Fall ist es halt, für mich persönlich ist es halt sehr, sehr schön, dass ich das sehen kann, dass man hier tatsächlich auch mit einer 1,5 Volt Gameboy-Batterie arbeiten könnte. Um, ich sag mal, damit könnte man natürlich wie beim JoulTief auch eine 3,2 Volt LED zum Leuchten bringen. Oder aber man lädt damit andere Batterien. Das ist halt das Schöne an der ganzen Geschichte. So, wir sehen ja hier 0,83 Volt. Schauen wir doch mal, wie weit wir den noch runterkriegen jetzt. Also das ist jetzt natürlich echt schon spitze. Und man darf bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, ich habe ja jetzt noch die fest verbauten Widerstände drin. Und wenn ich die jetzt theoretisch noch überbrücken könnte, alle komplett, dann würde man mit Sicherheit auch noch so ein ganz klein wenig rauskitzeln können, was das nach unten anbelangt. Ich muss jetzt hier ganz vorsichtig arbeiten, weil in meinem letzten Test bei 0,7 Volt war Schicht im Schacht. Deswegen muss ich hier auch ein bisschen immer mit gucken, dass er da konstant läuft. Tatsächlich, er läuft. Das ist halt schon, ja, so krass. Genau, dann geht er aus. Bei 0,69 Volt geht er aus. Aber ich denke mal, wir können festhalten, dass er bereits schon mit 0,7 Volt anfängt zu laufen. Also das ist natürlich schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Ja, das Regeln hier in dem Fall bringt jetzt gar nichts, weil dann geht er sofort aus. Genau, er braucht hier die volle Power. Aber wie gesagt, das Schöne ist, ihr könnt halt tatsächlich dann mit eurer 1,5 Volt Batterie könnt ihr dann arbeiten. Hier kann man dann auch wieder ein bisschen regeln. Wobei das natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt geht. Aber das Wichtige ist an der Stelle, es funktioniert. Er haut auch Spannungsspitzen raus. Und ja, man kann damit auch andere Batterien dann laden zum Beispiel. Ne? So. Und das Video, das von den neuen 5.0, das werde ich euch einfach mal mit dazwischen schneiden. Also habt da bitte Verständnis dafür. Ich muss das alte, anderthalb Stunden lang gehende Video noch einmal löschen. Leider von meinem Kanal, das tut mir leid.
Und ich werde das so schnell es geht einarbeiten, einschneiden, hätte ich beinahe gesagt. Und dann wieder zusammen als Kompendium wieder hochladen. Dann kommen wir dann jetzt fast auf 2 Stunden Video. Das ist natürlich schon, ja, ne, nicht schlecht. Und ihr habt aber halt den Vorteil, wenn ihr das Video euch anguckt, ihr habt erstmal alle Produkte in der Übersicht von mir. Zumindest was die Bedienis angeht, sonst würde das Video noch länger werden. Und ja, wie gesagt, ihr habt halt alles zusammen mal in einem Video. Man kann sich das dann so einfach mal anschauen. Dann würde ich sagen, es geht jetzt mit dem ganz normalen Video weiter. Und ja, ich hoffe, ihr habt da einfach Verständnis für, dass ich das jetzt so auf die Art und Weise nochmal dazwischen schneiden musste, weil, ja, das ist jetzt ein bisschen, von der Zeit her ist das ein bisschen blöd, aber sowas kann man auch nicht steuern, so eine Entwicklung. Das ist einfach so, manchmal hat man Tage, da läuft es einfach, da hat man dann die Idee und dann geht man bei und dann passiert das einfach und dann, ja, das lässt sich eigentlich immer schlecht steuern, sowas. Gut, würde ich sagen, viel Spaß noch mit dem restlichen Video. Ich mache jetzt noch ein separates 5.0 Video und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut.